Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Angespielt-Video hier live im Stream auf Twitch und YouTube. Wir spielen heute Zephon, das morgen am Freitag, am 8. November 2024 erscheint. Und wir gucken heute nochmal ganz schnell in die Preview-Version rein, bevor es dann morgen für die Entwickler natürlich hier losgeht und das Spiel auf euch da draußen losgelassen wird. Zephon ist ein 4x-Strategiespiel mit Fokus auf Militär. Ein bisschen Diplomatie ist auch mit dabei, ein bisschen Aufbau ist mit dabei. Und der Entwickler hat das bereits erschienene Gladius auch entwickelt, das ich auf dem Kanal schon vorgestellt habe vor einiger Zeit. Und das hier ist quasi jetzt eine Weiterführung, basiert auf, ich würde mal sagen, schon auf einer ähnlichen Mechanik, auf einer etwas verbesserten Mechanik, mit einer komplett eigenen Story. Soweit ich gesehen habe, geht es um Menschen, Aliens und Roboter, Cyberpunk. Also eine ganz schön große Mischung. Und wir schauen heute mal in die Einführung rein, weil ich das Spiel selbst noch nicht gespielt habe. Und werden dann hoffentlich die Einführung abschließen, je nachdem wie lange die dauert. Und werden dann noch ein neues Spiel starten, damit wir auch mal sehen, was es hier alles dann noch zu sehen gibt. Der Entwickler Proxy Studios hat mir freundlicherweise einen kostenlosen Key für diese Preview zur Verfügung gestellt. Vielen Dank schon mal dafür. Und ja, jetzt gucken wir einfach mal rein. Schau mal rein. Ich habe 5 Minuten angespielt, um mal Lautstärke und so weiter einzustellen. Ansonsten gehen wir hier komplett blind ran. Aber da es ja ähnlich aufgebaut sein soll wie Gladius, denke ich, kommen wir auch ganz schnell wieder rein. Beziehungsweise, ich habe auch schon gehört, es ist sehr gut alles beschrieben. Das heißt, es gibt gute Tooltips, gute Hilfen. Es gibt auch schöne Flavortexte noch mit dazu zum Universum. Ich denke mal, da können wir uns das ein oder andere Problem dann schon selbst auch erschließen, ohne irgendwie großartig nochmal auf Google zurückgreifen zu müssen. Gut, dann würde ich sagen, wir legen jetzt einfach mal los. Wir gucken mal ganz kurz, bevor wir die Einführung starten, gucken wir mal ganz kurz hier in ein neues Spiel rein, damit wir mal sehen, was es alles noch zur Auswahl gibt in einem regulären Spiel. Je nachdem, wie lange die Einführung jetzt dauert. Das ist so eine Einführungskarte, wo man dann auch selbst quasi ein bisschen selbstständig spielen kann und das Tutorial immer individuell auf den Spieler reagiert. Je nachdem, wie lange das dauert, müssen wir mal gucken, ob ich das dann hier auch noch in dieses Angespielt-Video mit aufnehme oder ob wir das dann nur noch ausschließlich im Livestream machen. Wir haben hier quasi die Auswahl der Schwierigkeitsgrade, Weltgröße und so weiter. Aber das Wichtige ist ja, welche Rassen oder Nationen gibt es hier? Es gibt hier die gefallenen Soldaten. Menschliche Affinität, soweit ich gesehen habe, ne, gibt es jetzt hier Menschen, Roboter und Aliens. Wie das alles zusammenhängt, vielleicht erklärt uns das Intro dann hinterher noch ein bisschen besser. Es gibt eine emulierte Seele, das sieht sehr nach Roboter aus oder nach Cyber natürlich, ne? Zephon hat sie ungewollt zu einem verdrehten Spiegelbild ihrer selbst gemacht. Also Zephon ist, glaube ich, so ein bisschen diese übergeordnete Entität. Deswegen vielleicht sind das die Aliens. Ich bin noch nicht so ganz sicher hier. Wir haben hier nochmal Menschen mit anderen Eigenschaften. Auch schön, wie viel Text hier immer schon mit dabei steht. Gefällt mir sehr. Es ist jetzt natürlich kein Story-Spiel. Aber wenn dann das Spiel ein bisschen so zusätzliche Infos zu den Mechaniken, zu den Rassen, zu den Nationen, zu den Eigenschaften und so weiter bringt, ist das schon ziemlich cool. Und ihr seht auch, komplett übersetzt natürlich jetzt auch schon. Dann die herzlose Architektin ist auch eine Cyberdame. Aha. Wir haben den praktischen Romantiker. So sieht ein praktischer Romantiker aus hier. Okay. Eine menschliche Affinität ist das hier. Wir haben eine Schurkenagentin, die sieht wieder sehr nach Cyber aus. Wir haben einen unsäglichen Prophet. Stimmaffinität steht hier. Da bin ich jetzt ehrlicherweise unschlüssig. Ich vermute mal, dass die Stimme, dass das die Aliens sind. Aber nagelt mich nicht darauf fest. Hier auch nochmal Stimmaffinität. Okay, vielleicht kriegen wir das doch irgendwie hin. Zufällig gibt es natürlich auch. Und man kann auch noch zugucken. Es gibt hier einen Multiplayer, soweit ich das sehe. Habe ich aber natürlich nicht ausprobiert. Ich bin ja kein Multiplayer-Spieler.
Das müsst ihr dann selbst ausprobieren, wenn ihr dann mal euch das Spiel denn holt. Ja, und wir gucken jetzt mal in die Einführung rein. Es kommt ein kleines Einführungsvideo. Da blende ich mich mal ganz kurz aus. Das schauen wir uns gemeinsam an. Und dann hoffe ich mal, diese Einführungskarte ist nämlich auch immer wieder zufällig gewählt. Dann hoffe ich mal, dass wir hier auf eine günstige Position, auf einer günstigen Position landen und nicht gleich von der KI dann den Hintern versohlt bekommen. We were not ready for their divine judgment. We were tested and almost everyone just failed. Their dark mysticism shattered an era of enlightenment and ushered in the dusk of the 21st century. Billions of lives were lost in a heartbeat, turned to ash, and cast away in the wind. Our soldiers were gone, but our weapons kept fighting, driven by an enigma in the networks. Their surviving forces waged a desperate crusade against the machines. We became bystanders to a relentless war. Now our world is an ever-twisting nightmare. Hellish threats lurk in every whisper and shadow. There is no glory. Only survival. Deliver us from this trial. Reclaim our world for mankind. So, das war ja mal ein Intro, ne? Ich bin ehrlicherweise jetzt auch nicht ganz schlau daraus geworden. Es gab offenbar einen Krieg zwischen Menschen und Maschinen. Und dann kamen auch noch so komische Tentakelwesen, sah man, und Wesen aus der Hölle. Ich habe mir schon ein, zwei Videos, ich konnte nicht abwarten, ich habe mir schon ein, zwei Videos zum Spiel selbst angeguckt. Und es ist gigantisch, was da später noch für Einheiten quasi hervorkommen. Ich glaube, wir spielen jetzt in diesem Tutorial die Menschen mit sehr seltsamen Maschinen, wie man hier sehen kann. Und man hat aber schon in Videos und in Livestreams gesehen, was da für seltsame Alien- und mechanische Einheiten kommen. Die sind dann irgendwie, keine Ahnung, hochhausgroße Wesen und sehen sehr abstrus und sehr geil aus. Also das Art-Design ist echt schon mal ziemlich, ziemlich cool. Und wenn jetzt auch noch die Mechanik passt, dann wäre das hier eine schöne Alternative zu Old World. Oh mein Gott, jetzt habe ich es gesagt. Ich habe Old World hier nach hinten verdrängt. Aber ne, wenn man ein bisschen mehr dann kämpfen will zum Beispiel, dann wäre das wahrscheinlich eine gute Alternative. Trevor, einen wunderschönen guten Morgen. Hallo. So, wir gucken mal, also was wir hier haben. Wir haben hier oben immer so ein bisschen Einblendungen, was wir machen sollen. Das Ganze ist sehr basiert darauf, was wir dann quasi für Entscheidungen treffen, das Tutorial. Wir werden quasi nicht eins zu eins jetzt hier durchgeleitet und wir gucken uns mal ein bisschen um. Also als nächstes sollen wir auf eine Einheit klicken, das machen wir gleich. Erstmal schauen wir uns die Oberfläche an. Wir haben hier oben unsere Ressourcen, wir haben hier Nahrung, wir haben Mineralien, wir haben Energie, wir haben Algen, wir haben Chips, Einfluss und Forschung. Man sieht auch immer, wie viel man aktuell hat und wie viel man derzeit sammelt. Und momentan sieht es so aus, als würden wir sehr viel Ressourcen pro Runde verlieren. Wir haben hier oben ja die Zuganzahl, wir haben hier Feldmarkieren, Konkordat, da schauen wir uns das alles später an, Handel mit Ressourcen. Kompendium gibt es natürlich auch, da gucke ich mal gleich rein, weil das ziemlich cool ist. So eine kleine Enzyklopädie, in der man dann entsprechend die, ja, ich glaube, das sind so die Tooltips und erweiterte Texte auch noch findet. Man hat hier noch eine Möglichkeit, sich mehr anzeigen zu lassen, also mehr Informationen anzeigen zu lassen.
Und ja, das sieht man schon, ne? Da sind auch die ganzen Eigenschaften, die Verbesserungen, die Boni, die Mali und so weiter hier mit dabei. Es gibt auch, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, es gibt auch immer ein bisschen mehr so, ja, wobei es ist, Flavor Text ist hier schon mit dabei, das gefällt mir sehr. Aber es gab auch irgendwie so Bilder noch, aber ich glaube, die kommen dann erst später bei so Entscheidungen, die dann eingeblendet werden. Also ich bin großer Fan des Designs und das spricht mich schon mal sehr, sehr an hier. Auch wenn ich habe ja das schon öfters gesagt, eher Mittelalter-Fan bin und mit Stellaris vielleicht so ein bisschen die Ausnahme ab und zu auch mal den Sprung in die Moderne bzw. in die Zukunft wage. Aber das sieht für mich jetzt ein bisschen so aus wie ein Mix, ne, aus so Cyberpunk und doch aber auch noch erkennbaren Figuren mit Gewehren und Autos und so weiter. Das heißt, ich denke, man kommt relativ schnell auch dann zurecht. Wir haben hier drüben noch so Meldungen. Wir haben Felsen entdeckt, Blutung entdeckt, Arktis entdeckt. Ich glaube, das sind lauter Eigenschaften von herumliegenden Feldern. Wir haben zum Beispiel hier vorne den Cybercache. Der gibt uns eine Cyberbelohnung. Ist das hier oben etwas? Chips habe ich hier. Mal gucken. Ich habe schon gesehen, man muss darauf laufen. Und in Gladius, wenn ich mich noch richtig zurückerinnere, war es ja auch so, dass man zum Beispiel Außenposten dann einnehmen kann, wenn man mit der Einheit über den Außenposten läuft. Und der gehört einem dann quasi so lange, bis eine andere Einheit darüber läuft und den wieder für sich beansprucht. Hier vorne haben wir Kristallbecken, Arktis, Fluss, Blutung, Gebüsch. Also das hier, diese lila Sache, die verursacht pro Runde dann immer Blutung bei unseren Einheiten. Wir haben hier unten einen Basar der Überlebenden. Ich habe keine Ahnung, was das noch bedeutet. Wir sind hier auf alle Fälle auf einer sehr abschüssigen, klippenmäßigen Erhöhung hier. Ja, wir gucken mal. Also wir sollen eine Einheit auswählen. Und ich habe jetzt hier die Ingenieure ausgewählt. Das hier sind die Ingenieure und die können Stadt gründen. Wir haben hier vorne die Militanten. Das sind unsere Kämpfereinheiten und wir haben hier vorne noch die Outrider, das sind Erkundungseinheiten. Also wir haben zwei Kämpfer, eine Erkundungseinheit und einen Ingenieur derzeit. Ich habe gestern oder vorgestern, als ich mal ganz kurz reingespielt habe, bin ich am Anfang gleich mal auf eine gegnerische Fraktion getroffen, die sofort feindlich war und die hat meine Einheiten gleich sowas von dezimiert. Ich hoffe, das passiert heute jetzt nicht. Wir gucken mal. So, unser Ingenieur, der kann eine Stadt gründen. Das machen wir mit dem Button hier unten und das zeigt uns jetzt an, wo ich, wenn ich meinen Mauszeiger hier so bewege, welche Boni man entsprechend bekommt. Ich guck mal kurz, so. Welche Boni man auf den umliegenden Feldern bekommt. Zum Beispiel haben wir, wenn ich jetzt hier in der Mitte gründen würde, hätten wir keinen weiteren Ausbauplatz, deswegen steht hier 0. Und frei und dafür aber 20% bessere Mineralienabbau. Und die umliegenden Felder bieten uns zum Beispiel rechts oben 3 Ausbauplätze, 10 Nahrung ist das hier, dann 20 nochmal die Mineralien und 20 Forschung. Ja, also da kann man jetzt ein bisschen abschätzen, wo baue ich das hin. Das ist jetzt hier ehrlicherweise ein bisschen doof, weil wir hier auch noch irgendwie so Wasser haben. Das heißt, wir sind erstmal sehr beschränkt. Und wir sind offenbar auch am Kartenrand, wenn ich das richtig sehe, was vielleicht gar nicht mal so schlecht ist. Also wir könnten jetzt zum Beispiel hier oben uns platzieren, dann hätten wir hier 2 Gebäudeplätze frei, 40 Mineralien plus und 20 Forschung plus. Und hier unten, ja, wir machen das mal hier oben, nicht direkt auf dem Kristallbecken hier. Wir machen das mal hier unten, wir können uns das nämlich dann auch nochmal holen. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich zuerst mal dich hier wegbringen und werden dich erstmal irgendwo zum Erkunden rausschicken. Ah, hier ist es schwierig hier. Ich glaube, ich kann hier auch gar nicht runterlaufen. Nee, ich kann hier gar nicht runterlaufen. Das heißt, wir müssen hier außen rumlaufen. Okay, unser Aufklärer wird sich mal auf den Weg machen. Ich bin ja hier komplett eingekesselt. Was vielleicht gar nicht schlecht ist, weil wir uns dann wunderbar ausbreiten können. Aber für die Erkundung ist es erstmal ein bisschen schwierig. So, dann geht ihr auch mal hier hoch. Und die Einheit hier unten. Ich würde jetzt auch, wenn wir hier ein bisschen Schaden nehmen, ich würde die Einheit hier trotzdem hier runterbringen, weil hier ein Menschen-Cache ist. Und der gewährt eine zufällige Menschen-Cache.
Belohnung, auch wenn wir hier dann entsprechend Schaden nehmen. Wir gehen mal hier rüber. So, das ist jetzt ein Außenposten, wie man hier gesehen hat. Der ist jetzt blau eingefärbt und liefert uns aktuell jetzt hier 2 Mineralien in jedem Zug und 20% mehr Mineralien innerhalb einer Stadt. Und das müsste sich dann auch eigentlich hier oben, ich glaube, das sind die plus 2 durch Funktion dann hier oben auch auswirken. So, und unser Ingenieur, der wird jetzt mal hier hochgehen, beziehungsweise hier oben die Stadt gründen. Und schwupps, versinkt er im Boden und wir haben hier, naja, eine etwas noch rudimentäre Stadt, wie man hier sehen kann. Bevor du weitere Gebäude errichten kannst, musst du neue Felder erwerben. Genau, also, wir haben jetzt hier drin 2 Bauplätze, die allerdings jetzt schon belegt sind. Ted, einen wunderschönen guten Morgen. Einmal mit dem Hauptquartier, das ist hier diese Basis, und einmal mit dem Bauhof. Und diese beiden Gebäude sieht man auch hier drüben. Und das heißt, wir können aktuell gar nichts weiteres bauen in der Stadt, also kein weiteres Gebäude bauen, weil wir keinen Bauplatz mehr haben. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal hier Feld erwerben klicken. Er wirbt ein Bodenfeld, das bis zu einem Feld vom Hauptquartier entfernt ist. Und das kostet uns aktuell 2 Runden, wenn ich das richtig sehe, 12. Was ist das hier? Maschinenproduktion. Ah, 12 Produktion. 5 Mineralien und 5 Einfluss ist das hier vorne. Der Bauhof kostet auch Energie. Momentan sind wir noch im Plus mit der Energie. Genau. Das heißt, wir wählen jetzt ein Feld. Jetzt ist die Frage, ob es Sinn macht, so einen Außenposten zu erwerben. Da bin ich jetzt unschlüssig. Ich würde jetzt eher mal sagen, wir gucken mal. Hier drüben ist ein Feld, das uns 3 Bauplätze bietet und auch noch ein paar so zusätzliche Boni. Hier unten würden wir sogar ein bisschen mehr Strom bekommen. Aber wir nehmen mal das, damit wir hier auch gleich noch ausbauen können. Das heißt, in 2 Runden wird dieses Feld für uns dann erschlossen. Sieht man auch hier, das ist die Bauliste aktuell. Nickeldown heißt unsere Stadt. Das ist natürlich Quatsch. Wieso sollte die Stadt Nickeldown heißen, wenn sie auch Bützelhausen heißen kann? So. Und wir haben jetzt noch das Hauptquartier. Und das macht momentan gar nichts. Das Hauptquartier sorgt jetzt hier für diese Einnahmen, wie man hier sehen kann. Das heißt, wir sind jetzt auch ganz gut im Plus durch die Gründung der Stadt und müssen jetzt erstmal ein bisschen erkunden und abwarten, bevor wir dann was Neues machen können. Ich glaube, dass wir mit unseren Einheiten schon fertig sind. Wir können uns die ja mal ganz kurz anschauen hier, diese Einheit hier. Die militante Einheit hat eine Gruppengröße von 6. Wir haben eine Panzerung von 4. Wir haben Trefferpunkte 12. Ich glaube, das sieht man auch an diesen Rahmen hier oben in diesen Icons hier. Wir haben eine Moral von 6. Wenn eine Einheit stirbt, verlieren die Verbündeten der Einheit in einem Radius von 3 Feldern anscheinend dann Moral. Okay. Unter 66% Moral werden die Einheiten erschüttert, was ihre Angriffe schwächt und die feindlichen Angriffe verstärkt. Unter 33 werden die Einheiten kaputt, was ihre Angriffe schwächt und die feindlichen Angriffe verstärkt. Okay. Wir haben hier Bewegungspunkte noch und wir haben hier Aktionspunkte. Das heißt, würde jetzt hier noch ein Gegner stehen, könnte man auch noch eine Aktion ausführen. Wir haben aktuell 6x Sturmgewehr. Wir haben die Eigenschaft, niemand wird zurückgelassen für erhöhten Einheitenunterhalt. Unsterblich, Trefferpunkte in jedem Zug plus 2 geheilt. Wir heilen uns quasi automatisch. Wir haben biologisch, wir sind halt Menschen und wir haben hier einen Fluss, das ist die Eigenschaft des Feldes. Und der Fluss sorgt für mehr Bewegungskosten, wenn wir diesen überqueren wollen. Grumla, Dankeschön fürs Folgen und willkommen, guten Morgen. Wir haben hier den Überwachungsmodus, den wir einschalten können. Der ist anscheinend standardmäßig eingeschaltet, wenn man hier steht. Wir haben hier Überspringen für eine Runde. Wir haben die Position halten. Wir können die Position halten bis zur Heilung. Und wir können die Einheit auflösen. Ähnlich ist es hier vorne bei unserem Aufklärer. Nur, dass der zum Beispiel auch noch die Aufklärungsfunktion hat. Das heißt, der legt Felder im Umkreis frei. Ich gucke mal eben, ob das hier steht, wie groß dieser Radius ist. Ich glaube, 3 Felder heißt es hier oben. Also alles im Umkreis von 3 Felder wird dann aufgedeckt. Der steht jetzt zum Beispiel im Wald.
Bewegungskosten auch wieder erhöht, aber dafür auch eine höhere Deckungschance. Genau. Und das sind jetzt die Eigenschaften dieser Einheiten. Das sind, wie gesagt, erstmal nur die Standard-Start-Eigen-Einheiten. Und es gibt echt richtig tolle, abstruse Einheiten, die dann irgendwann mal entdeckt oder aber auch selbst erstellt werden können. So, wir sollen jetzt noch eine Forschung wählen, wenn ich das richtig sehe. Es gibt einen Forschungsbaum, der sieht für mich meiner Meinung nach ein bisschen, naja, generisch aus. Er ist aber sehr, sehr groß und umfangreich, wie man hier sieht. Ist auch aufgeteilt in unterschiedliche Stufen, 10 Stufen insgesamt. Aber da würde ich mir wünschen, wenn das ein bisschen schöner aussieht. Aber na gut, es ist halt diese UI, ne, mit den Schwarz-Weiß und so weiter. Da hat man jetzt sich nicht entschieden, irgendwelche bunten Bildchen reinzusetzen, was vollkommen okay ist. Genau, und jetzt können wir quasi in Stufe 1 uns für eine Forschung entscheiden. Und ich glaube, wenn man so einen gewissen Schwellenwert erreicht hat, dann wird automatisch Stufe 2 freigeschaltet und man kann hier weitermachen. Man muss allerdings nicht alles in Stufe 1 freischalten, um dann in Stufe 2 weiterforschen zu können, sondern es reichen wirklich nur ein paar Forschungspunkte hier und dann kann man schon weitermachen. Und dann muss man sich natürlich entscheiden, hey, mache ich erstmal in Stufe 1 noch irgendetwas, das mir wichtig ist, oder gehe ich gleich auf bessere Forschung und kümmere mich quasi um Stufe 2, Stufe 3 und so weiter. Es wird uns jetzt in dieser Einleitung nahegelegt, dass wir eine Heldeneinheit erforschen sollen. Ein biologischer Held mit hervorragenden Kampffähigkeiten, der die Infanterie im Kampf unterstützt. Dann würde ich das jetzt auch einfach mal machen. Wir sehen auch wieder, Kosten sind da, 36 Produktion. Ich bin noch nicht so ganz sicher, ob die Produktion jetzt hier die Rundenzahl festlegt oder ob die nochmal extra irgendwo herkommt. Den Produktionswert habe ich nämlich noch nicht entdeckt. Nahrung wieder und so weiter, Einfluss, genau. Wobei ich hier sehe, 40 Einfluss und das ist rot hinterlegt. Unterhalt kostet das Ganze natürlich auch, Forschungskosten 30 für 4 Runden. Ach so, Moment, die 6 Runden sind ja jetzt dann für den Bau eines Kommandanten. Das heißt, wir brauchen dann wahrscheinlich auch genügend Einfluss, um den bauen zu können. Aber die Forschungskosten sind 4 Runden. Genau, deswegen wählen wir den. Ich habe hier oben noch die Unterscheidung zwischen menschlich, Stimme und Cyber. Also das ist ein bisschen anders aufgebaut. Oh, man kann das ein- und ausschalten. Das heißt, ich bekomme jetzt hier aktuell nur die menschlichen Forschungen angezeigt. Jetzt gucken wir mal kurz in die Stimmforschung. Was ändert sich da, ist die Frage, ne? Gärböttich. Stimmengebäude für den Bauhof. Ja, die Frage ist, wie viel Sinn macht es als Mensch oder ja, als Cybereinheit zum Beispiel ein Stimmengebäude zu bauen? Na gut, vielleicht finden wir das noch heraus. Kryofabrikator. Also gewisse Sachen, wenn ich das richtig sehe, sind gleich und gewisse Sachen aber auch nicht. Na gut, wir gehen jetzt mal auf die menschliche Forschung und werden uns das hier anschauen. So, habe ich den jetzt gewählt? 4 Runden dauert es. Menix, einen wunderschönen guten Morgen. So, und ich glaube, wir sind erstmal fertig für diese Runde. Und können den Zug hier drüben wählen. So, wir sind noch nicht auf feindliche Wesen getroffen. Das heißt, wir marschieren jetzt mal hier runter. Auch wenn wir jetzt ein bisschen Blutung bekommen, das heißt, die Trefferpunkte reduzieren sich, werden wir trotzdem nochmal ganz kurz hier runterlaufen, ob man hier noch mehr entdecken kann. Ich glaube, es ist eine ganz schlechte Angewohnheit, dass ich jetzt hier meine Kampfeinheit alleine hier runterschicke. Aber so ist es halt mal, ne? Da müssen die jetzt einfach mal durch. Dann schicken wir mal den Aufklärer gleich mal bis hier hoch. Wir bekommen nochmal Mineralien. Ja, und da treffen wir schon auf ein dickes, fettes Wesen. Was ist das denn? Ein Hirsch? Ein Hirsch, Alligator, Raptor, Dinosaurier. Auch genannt Abkhan. Okay, man kann sich mit der Alt-Taste anzeigen lassen. Seinen Angriffsradius. Das hier ist wahrscheinlich zu weit, kann er laufen.
Ja, das ist jetzt natürlich, also das ist eine schwierige Karte hier. Ich habe nichts anderes erwartet, dass ich natürlich wieder in so einer Ecke lande. Wir gucken mal, wie. Ja, ja, 64 Trefferpunkte hat der. Aber nur 2 Panzerung. Kann man sehen, welchen Angriff der hat? Der hat den Abkahnbiss. Oh Mann. Kann ich denn hier noch weiterlaufen? Nee. So, wir können ja mal die Aufklärenfunktion hier wählen. Ja, so viel wurde jetzt nicht freigeschaltet. Wir bringen auf alle Fälle unsere zweite Einheit gleich noch hier hoch. Vielleicht können die beiden hier gleich mal dafür sorgen, dass wir hier das erste Wesen hier töten. Ich habe keine Ahnung, ob ist das ein Alien? Ist das eine Mutation, die auf dem Planeten, auf der Erde jetzt hier entstanden ist? Oder hat es was mit den Cyber-Einheiten zu tun? Ich weiß es leider nicht. Da wäre jetzt die Frage, mal ganz kurz, ob man hier vielleicht sich das sogar anschauen kann. Einheiten. Ah, da, ab kann. Hätte dieses Monster Flügel gehabt, hätten wir es vielleicht einen Drachen genannt. Es laute in unwirtlichen Umgebungen, hortete gierig wertvolle Ressourcen. Es hatte sogar den Atem eines Drachens, nur dass es seine Opfer in Eis statt Feuer badete. Wenn man ihn tötete, hielt man sich nicht weiter in der Nähe seiner Höhle auf. Man munkelte, dass das Ungeheuer Tage nach seinem Tod wieder auferstehen würde. Och, das ist ja fantastisch. Ein Wesen, das wieder aufersteht. Ich hoffe, das war jetzt nur metaphorisch gesprochen. Bin sehr gespannt. So, was kannst du denn noch machen? Du kannst doch nicht links mehr hinlaufen, ne? Also wir hätten noch eine Aktion frei, aber ich habe aktuell ja sonst... Ich kann ja aktuell sonst nichts mehr machen, ne? Mal gucken, ob uns das Wesen gleich mal angreift. Ah, oh, das ist gut. Das ist richtig gut. Okay, es hält die Füße still. Das freut mich schon mal. Ich würde natürlich trotzdem sagen, dass wir diese Abnormität hier gleich mal von der Karte tilgen. Da ist jetzt natürlich die Frage, also unser Aufklärer kann auch angreifen, natürlich nur begrenzt. Die Frage ist, wie gut der angreifen kann hier. Schweres Maschinengewehr hat er sogar. Der kann gar nicht mal schlecht angreifen anscheinend. Also wir bringen uns mal hier in Stellung. Wir stehen hier auf alle Fälle in einem Wald. Ich werde mal abspeichern jetzt hier, nur mal testweise, weil wenn ich jetzt am Anfang gleich meine guten Einheiten hier oben verliere, dann ist ja eh schon wieder alles verloren hier. So, wir gehen hier runter mit euch. Wir sind in einem Sandsturm auch noch aktuell. Kostet nochmal Bewegungskosten, Sicht ist reduziert, dafür mehr Deckung. Und man sieht schon, wir haben nur noch 11 von 12 Trefferpunkte jetzt. So, hier vorne wählt eine Einheit, steht jetzt hier. Oh, wir haben das. Hä? Wir haben das Feld schon? Also, wir haben unsere Hauptbasis jetzt um ein Feld erweitert. Man sieht auch hier 3 leere Gebäudeplätze. Und können jetzt quasi hier nochmal was bauen. Das Spiel rät uns, eine Kaserne zu bauen. Das sind die entsprechenden Gebäude hier oben, die wir bauen können. Wir können ein Feld wieder leeren. Wir können eine Kaserne bauen. Wir können ein Gewächshaus bauen für die Nahrung. Wir können Mineralienextraktor bauen für Mineralien, ein Kraftwerk für Strom oder wir können gar nichts machen, vielleicht, damit man entsprechende Stromkosten sparen kann oder so oder Unterhalt sparen kann, genau. Voodoo, einen wunderschönen guten Morgen, wie gefällt es dir bisher? Hast du Gladius gespielt? Ich habe Gladius gespielt und das Gladius hat mir schon sehr gefallen und hier habe ich jetzt erst 20 Minuten reingespielt. Deswegen kann ich noch nicht so viel sagen. Ich finde das Art-Design fantastisch. Ich habe ja schon ein paar Videos dazu jetzt mir angeguckt vorab. Ich finde die Gegnergestaltung super. Ich finde es schön, dass eine kleine Geschichte in Texten immer überall irgendwo zu lesen ist. Und ich finde auch schön, dass es sehr viele unterschiedliche Eigenschaften jetzt schon gibt. Wir sind jetzt nur 5 Meter gelaufen und haben hier schon Sandsturm und Blutung, Klippen, Küsten und so weiter. Das alles schön ausdefiniert, was mir schon mal sehr gefällt. Also ich habe schon mal... Ich glaube, die Tendenz ist, dass es mir gefallen könnte. Es ist sehr, habe ich gehört, sehr militärlastisch. Lastig. Und mal gucken, ob mir das gefällt. Ich bin ja auch jemand, der gerne Diplomatie, Intrige und so weiter macht. Da schauen wir jetzt einfach mal, wie das heute läuft. Also wir bauen eine Kaserne, die dauert 6
Runden. Ist das korrekt? Wir wählen die aus und müssen jetzt hier das Feld wählen, wo wir das bauen wollen. 6 Runden für die Kaserne ist ja megamäßig lange. Na gut, und ich glaube, das war's. So, mal gucken, ob er jetzt angreift oder ob er stehen bleibt. Vielleicht ist er uns noch wohlgesonnen. Die Einheit hat erheblichen Schaden erlitten. Oh, da ist sie schon weg. Ich glaube, das Tutorial hat von den Einheiten hier unten gesprochen. Erheblichen Schaden ist jetzt auch übertrieben hier. 11 von 12 Punkten. Wir gehen hier runter. Und haben 22 Forschung bekommen. 22 Forschungspunkte bekommen, was schon mal ziemlich cool ist. Das heißt, wir werden weiterhin, wir sind hier echt komplett an diesem Eck, seht ihr das, an der Kartenende. Man sieht hier ein bisschen diese abgedunkelten Bereiche, so groß ist jetzt diese Einführungskarte. Und wir werden mal hier weiter mit der Einheit hier unten erkunden. Und dann passt das erstmal. So, wir sollen, was ich noch ein bisschen verwirrend finde, ist, ich habe hier, wenn ich einmal klicke, habe ich hier irgendwie diese Stadt selbst ausgewählt. Ich glaube, das ist so diese Verteidigungseinheit, weil die hier auch Sturmgewehr und Raketenwerfer hat, dass man quasi vielleicht Angreifer hier dann beschießen kann. Und ich muss dann nochmal klicken, dann komme ich quasi zum Baumenü selbst. Na gut, aber was soll ich hier jetzt machen? Wähle eine Einheit. Tollfuß steht hier. Ich habe keine Ahnung, was das Spiel will. Aber wir werden jetzt mal hier oben gucken. Ich speichere jetzt mal ab. Ich speichere mal ab, damit wir hier einen ersten Angriff wagen können und abschätzen können, wie es uns hier geht. Kann ich eigentlich auch über diese Entfernung jetzt angreifen? Also wir sehen hier unsere, man sieht es ganz leicht, so eine rot gestrichelte Linie. Ich glaube, das ist unser Angriffsradius. Und das gleiche wird die Einheit hier oben auch haben. Nur ein bisschen kleiner, wie man hier sieht. Also die kann jetzt zum Beispiel, wenn ich das richtig sehe, nicht angreifen. Die muss hier hochlaufen und dann hier angreifen. Oh, super. So. Ah, schön. Das spratzt ja richtig, das gefällt mir. So, wir haben ein bisschen Schaden genommen. Ja, ein Punkt, das ist ja geschenkt. Das ist ja gar nichts, Leute. Die Einheit hier oben hat ein bisschen mehr Schaden genommen. Also das sieht, ja, das können wir, das schaffen wir, Leute. Und wir greifen dich jetzt noch von der Ferne an. Die Frage ist, ob es irgendwie so eine optimale Reichweite gibt für den Angriff. Wir gucken mal. Lautstärke, da gebt ihr mir mal Bescheid, ob das was ist jetzt oder ob es zu laut ist oder so. Wir gucken mal. So, jetzt hat er noch 56. Also nur noch 5-mal angreifen und dann ist dieses Tier schon mal Geschichte. Das, ich bin sehr gespannt. Ihr macht das jetzt. So, wir haben die Forschung erhalten. Abkan hat die Militanten angegriffen. Man sieht ja auch mit minus 1,7, dass er hier, wie viel Schaden er gemacht hat. Hat der denn noch, der hat hier eine besondere, diesen Frosthauch hat er als Eigenschaft. Das heißt, der hat jetzt aber auch eine Abklingzeit. Seht ihr das? Das heißt, der muss jetzt wieder ganz normal mit dem Abkan-Biss angreifen. Ist auch geil. Da ist jetzt bei dieser Eigenschaft steht auch nochmal ein bisschen Flavortext mit dabei, ne? Im Bauch eines Abkans befindet sich ein Beutel mit Fleisch, das auf Temperaturen unter dem Gefrierpunkt abgekühlt ist. Und auch nach dem Tod noch kalt bleibt. Ich habe einmal einen sturen Biologen in die Krankenstation gebracht, nachdem er sich bei einer Sektion Erfrierungen zugezogen hatte. Er hat ein paar Finger verloren, Soldaten, die vom Atem der Abkan erfasst wurden, verloren ganze Körperteile. Das ist geil, das ist richtig cool. So kleine Geschichten, selbst hier bei diesen Eigenschaften noch mit dabei. Das gefällt mir sehr. So, was mir jetzt wahrscheinlich weniger gefällt ist, wenn der Abkan hier angreift. What? Der kann ja doch nochmal angreifen hier. Wieder 1,7. Der kann zweimal angreifen. Eieieiei. Das bringt meine Pläne durcheinander. Okay, vielleicht müssen wir doch nochmal neu laden. So, wir haben die Forschung abgeschlossen für den Kommandanten. Der wird meines Wissens in der Kaserne gebaut. Aber wir müssen den natürlich vorher erforschen, bevor wir den dann bauen können. Wir hoffen, dass die Kommandanten die besten von uns waren. Sie versteckten sich nicht weit hinter den Frontlinien, sondern waren stets an vorderster Front, riskierten alles, sprachen mit den Flüchtlingen und bekämpften jeden Schrecken.
sie mit Exoskeletten auszustatten, verbesserte nicht nur ihre Kampfleistung, sondern wirkte sich auch positiv auf die Moral aus. Okay, wird im Hauptquartier anscheinend gebaut, ein biologischer Held. Hat 32 Trefferpunkte. Was mir immer noch fehlt, ist, ich habe noch keine Ahnung, wie viel Schaden man macht hier. Ich glaube, das ist diese 8. Mini-Kanone und ein Schwert hat er sogar. Erinnert sehr an 40k. Ulu-Prasseln. Oh, man muss auch nochmal Eigenschaften erforschen. Nicht automatisch hat man hier alle Eigenschaften hier. Biologisch, Blutwandler, Held, Heldeneinheit. Okay. Aktionen, Überwachen, in Deckung, niemals aufgeben, Aura der Disziplin, Bombardierung. Na gut, also, passt. Wir gucken mal, was wir jetzt hier gebrauchen können. Vendros, einen wunderschönen guten Morgen, hallo. Ich würde, also Forschungslabor wäre wahrscheinlich ganz gut, dass wir gleich noch ein Forschungslabor irgendwo aufbauen, damit wir hier schneller forschen können. Die Splittergranate hört sich für den momentanen Fall ganz gut an. Wir wählen die mal aus. Und dann gucken wir mal hier. 10 von 12. Na gut. Also, jetzt müsst ihr mal was machen. Wenn jetzt er hier angreift zuerst, dass der hier nochmal diesen komischen Atem machen konnte. Der hat nur eine Runde Abklingzeit offenbar. Das ist ja gemein. Und dann kann er auch noch gleichzeitig beißen, ne? Also, wir greifen dich an. Wir machen leider mit dem Aufklärer natürlich nicht so viel Schaden. Er wehrt sich jetzt nicht. Und mal gucken, ob er jetzt sich wehrt. Ne, also jetzt kann er sich nicht mehr wehren. Wie viel hat er jetzt noch Punkte? Er hat immer noch 51 Punkte. Das klappt ja nie und nimmer, Leute. Das klappt ja nie und nimmer. So, ich glaube, es macht auch keinen Sinn, dass ich jetzt die Einheit noch... Ja, hier unten natürlich nochmal Einheiten, dass ich die Einheit hier hochschicke. Also es sieht so aus, als wäre die Einheit hier oben sowieso neutral gewesen. Weil die hier nämlich schon rot markiert ist. Seht ihr das? Die Hammerhaie. Okay, Hammerhaie, Hammerhaie, aha, Moral. Laserpistole. So, das heißt, hier kann ich offenbar nicht rüber. Das heißt, wir verstecken uns jetzt einmal hier im Dschungel. Hier steht auch nochmal der Hinweis, dass wir hier jetzt in Deckung sind. 33% Deckungsschadenreduktion. Für nicht fliegende Einheiten. Das passt perfekt. Sehr gut. Das ist richtig gut. Oh, wir können hier sogar angreifen. Also hier können wir auf die Ferne angreifen sogar. Jetzt geht so nach hinten los. Das kann ich euch jetzt schon sagen. 10 von 12. Na gut, wir müssen uns ja auch wieder ein bisschen regenerieren. Ich lande natürlich wieder mitten in der besten Kartenposition hier. So, jetzt gucken wir mal hier rein. Also, hier oben müsste eigentlich dann... Nee, da ist jetzt noch nichts. Wir haben noch 4 Runden. Oh, wir können auch im Hauptquartier einen Kommandanten bauen. Wir müssen nicht auf die Kaserne warten. Das heißt, ich baue die... Oh Gott, 6 Runden. Wir bauen uns einen Kommandanten, der die kläglichen Überreste unserer Tutorial-Einheiten dann hier entsprechend aufsammeln wird. Oh Gott. Es ist so traurig. So, wir haben noch 9 von 12 Punkten. Es hieß ja, wenn die Moral, wobei die Moral ist jetzt bei 5 von 6, wenn die Moral unter 66% fällt, dann sind wir erschüttert. Dann müsste man sich wahrscheinlich eher zurückziehen auch. Frage ist auch, wie man die Moral wieder auffüllen kann. Na gut, also wir greifen dich nochmal. Es macht keinen Sinn. Wir greifen nur einmal an und dann ziehen wir uns zurück. Schmachvoll. 46 von 64. 20% gerade mal abgezogen jetzt hier. Oder 30%. Eieiei. Nun gut, nun gut. So, dann hier unten. Die haben gar nichts gemacht, oder?
Die haben aktuell gar nichts gemacht. Ich greife die jetzt nochmal an. Vielleicht wissen die gar nicht, dass wir hier sind. Man sieht auch, ne, die Einheiten werden weniger, wenn wir genügend Schaden verursachen. Ja, dann. Oder, das könnte natürlich auch sein. Jetzt gucke ich mal, wenn ich den Zug hier unten beende. Ah, okay, die greifen schon an. Das Problem ist, die Kamera zoomt anscheinend nicht automatisch dorthin, wo ein Kampf stattfindet. Das wäre nochmal ganz gut eigentlich. Roxani, einen wunderschönen guten Morgen. Das wäre eigentlich ganz gut. Oh, die Splittergranate wurde abgeschlossen. Für die Militanten. Das können wir gleich mal nutzen, oder? Die ersten davon fanden wir in alten Garnisonen, die mit Fahnen markiert waren. Einige Zivilisten in unserer Gruppe meinten, dass sie einst die gesamte Kriegsführung veränderten. Jetzt waren sie nur noch der Ausgangspunkt. Die Grundstufe an Macht, die wir brauchen würden, um die kommenden Kriege zu gewinnen. Okay, dann gucken wir mal, ob die Splittergranate hier einen Unterschied macht. Gegen dieses seltsame Wesen. So, wir können noch nicht in Stufe 2 rein. Wir brauchen 3 Technologien der Stufe 1 aktuell. Also, was habe ich denn hier? Partisches Gleichgewicht. Genauigkeit und Ausweichschadenreduktion. 4 Runden. Amigara erkunden. Mineralien. Ihr Kraftwerk. Modifikator für Außenposten. Fischerei für Nahrung. Erforschungslabor wäre schon ganz gut. Frage ist, ob wir irgendetwas erforschen können, das uns aktuell hilft. Wie zum Beispiel dieses partisches Gleichgewicht. In unserer schweren Stunde hilft momentan. Industrielle Dichte kostet uns Energie, erhöht aber die Produktion. Probenbehältnis plus 2 Forschung pro gewonnene Erfahrung beim Töten einer neutralen Einheit. Okay, also es gibt anscheinend neutrale Einheiten auch auf der Karte. Wahrscheinlich ist dieses seltsame Wesen eine neutrale Einheit. Und wir haben sie aus dem Winterschlaf jetzt geweckt. Verwaltungskomplex für Einfluss und eine automatisierte Fabrik. Oh, Menschenfahrzeuge werden hier. Ah, ist ja auch gut. Okay, wir machen erstmal das Gleichgewicht. Vielleicht machen wir dadurch gleich noch ein bisschen mehr Schaden. So, und jetzt habe ich hier unten eine Splittergranate, Leute. Die würde ich gleich mal einsetzen. Da kenne ich nichts, ne? 3,2 Punkte waren das hier. Dann du noch von der Ferne aus. Ja, unsere zweite Militanteneinheit, die könnte man hier ganz gut gebrauchen. So, wie viel hast du noch? Ja, der hat immer noch 42 Punkte. Ja, der hat immer noch 42 Punkte. Wieso dauert das so lange? Kann man vielleicht, Moment mal eben, ich guck mal eben in die Optionen, ob man vielleicht das Ganze so einstellen kann. Angriffsbereich. Nee. Ne, dass die Kamera. Aber hier steht eigentlich schon automatisch Scrollen zur Aktion. Also entweder, wir werden das nochmal beobachten, entweder haben die vorhin wirklich nicht angegriffen, deswegen ist die Kamera auch nicht runtergefahren. Wir werden das mal beobachten. So. Du hier unten hast keine gültigen Ziele für eine Granate. Ja, wir greifen euch jetzt einfach mal so an. Du hast jetzt wie viele Punkte verloren? 9 von 12 nur noch. Das ist aber heftig hier. Jetzt, wenn ich mich aus der Deckung wagen würde und mit der Granate angreife, wir probieren das mal aus, machen wir dann ein bisschen mehr Schaden. Granate auf fliegende Einheiten. Sehr schön. Stelle ich mir ehrlicherweise schwierig vor. 7 von 15 nur noch. Aber es sieht so aus, als funktioniere es. So, jetzt werde ich mal hier oben nochmal bleiben. Und dann gucken wir mal, ob unten guck, das funktioniert doch. Alter, werden hier meine Einheiten weggeschnetzelt. Uiuiuiui. Aber sie haben sich auch gleich wieder um 2 Punkte geheilt, habt ihr gesehen? Wir hatten nur noch 3 Leute. Und dann kam der Modifikator mit den plus 2 Trefferpunkten. Und dadurch kam eine weitere Einheit hier dazu. Das ist schon mal ganz gut. Das heißt, wenn wir jetzt... Oh. Die Splittergranate hat eine Abklingzeit von 10 Runden. Okay, wir gehen mal hier zurück. Wir haben eine Abklingzeit von 10 Runden für unsere
Splitterglas. Okay, das ist natürlich. Naja. So, wir haben noch 6 Trefferpunkte. Also die Hammerhaie hier unten, die kriegen wir hier, ne? Die Hammerhaie. Oh, die Kamerasteuerung ist invertiert. Das ist schwierig. Kann man das ändern? Das ist schwierig für mich. Auf der anderen Seite, dann werde ich halt nicht rotieren. Das wäre eine schöne Einstellung. Oh Gott, Gott. Das wäre eine schöne Einstellung hier. Wenn man das noch ändern könnte. Mit Q und E geht leider nicht rotieren. Ich wollte mir eigentlich hier die Einheit ein bisschen näher anschauen. Sieht ein bisschen aus wie von Dune diese Libellen. Wie heißen die bei Dune? This isn't the world I knew. Sind das Gyrokopter? Ich glaube Gyroskopter. Also ihr habt eure Aufgabe erfüllt. Wir haben jetzt hier oben 3 Runden noch, bis der Kommandant durch ist. Eine, bis die Kaserne hier gebaut worden ist. Dann können wir gleich nochmal drum. Ja, dann kriegen wir auch dich hier oben weg. Ist denn die Einheit jetzt? Hä? Meldung ans Hauptquartier. Meldung ans Hauptquartier. Wir haben leider ein riesiges Echsenwesen aus den Augen verloren. Ja, das ist ja jetzt saudumm. Jetzt ist es weg. Das ist, na gut, wir gucken mal. Bogenentladung hier vorne. Ich habe keine Ahnung, was das... Hier vorne gibt es einen Menschen-Cache. Gibt eine Menschenbelohnung. Ach, guck an, wer flieht hier vor uns? Jetzt guck dir das an. Wir haben ein... Was habe ich gesammelt? Ein Sammel-Holo-Signal. Holo-Projektor-Technologie. Bedarfsfall auf Trommler oder Hornbläser der Militärmusik zurückgegriffen. Okay. Nachrichten von zu Hause projizieren. Ah, das erhöht die Moral hier. Oh, das war jetzt wahrscheinlich gar nicht schlecht, dass wir das mit dir eingesammelt haben. Damit hier die Moral wieder erhöhen können. Wir verfolgen dich natürlich. Ich sehe gerade, das hier vorne ist auch ein Außenposten. Das ist für mich noch ein bisschen schwer immer erkennbar. Hier wäre noch was zum Holen. Stimmenbelohnung. Wann es ein Außenposten ist oder nicht. Man sieht das natürlich, wenn man mit der Maus über das Feld geht. Aber wie jetzt hier zum Beispiel, das war jetzt eher Zufall. Das heißt, ich habe jetzt hier Mineralien plus 2. Wir hatten hier unten noch Mineralien plus 2. Wir müssten eigentlich jetzt hier oben plus 4 haben. Hier steht durch Funktion 7,1, durch Gebäude 8. Na gut, aber wir haben auch Mineralienverbrauch. Don, einen wunderschönen guten Morgen, hallo. Na gut, wir können nicht so weit schießen jetzt, oder? Ne, wir können nur bis hierher schießen. So ein Feigling jetzt hier. Das ist ja... Na gut, das Gute ist, wir können uns wieder ein bisschen heilen hier. 2 Punkte für die Militanten ist richtig, richtig geil, dass die sich hier quasi wieder aufleveln oder verbessern wieder. So, ja, ihr greift natürlich mit euren Lasern an. Der Busch brennt. Ah, das macht gar nichts. 0,9. Ach, jetzt kommt er wieder. Ah, verdammt, jetzt hat er uns aus der Deckung gelockt, ne? Jetzt hat er uns aus der Deckung gelockt. Eieiei, 2,5 Schaden. Da seht ihr mal, was das ausmacht, diese Deckung hier. Da sind die Punkte gleich wieder weg hier. Okay, wir müssen auf alle Fälle uns zurückziehen hier. In den Wald. Wir können, glaube ich, kann ich hier rausschießen soweit? Ja, wir können hier rausschießen. Das heißt, wir gehen in eine sichere Position und erledigen dich hier oben. So, die Einheit hat erheblichen Schaden erlitten. Ja, die feindliche Einheit hat erheblichen Schaden erlitten. 35 Punkte hat er noch. Das ist ja ein... Was für ein epischer Kampf gleich hier in den ersten 20 Minuten. Das ist doch... Also, wer denkt sich denn sowas aus hier? So, jetzt kannst du hier vorne noch angreifen. Das heißt, wir können euch gleich mal hier noch reduzieren. Er hat noch 4 Punkte. Wir haben ja diese Eigenschaft der Heilung, ne? Unsterblich ist das. Also so ein Totenkopf-Symbol. Wir gucken mal, ob die Einheiten das auch haben.
aber das sehe ich aktuell nicht. Oh, es ist entfesselt. Sucht aktiv nach Feinden und greift sie an. Na gut. So. Wir warten noch zwei Runden. Wir haben die Kaserne gebaut. Die ist jetzt hier zu sehen. Ergänzt auch wunderbar hier unseren Hauptquartierbereich. Und wir können auch hier nochmal Militante ausbilden. Wir können keinen Kommandanten offenbar ausbilden. Der geht anscheinend nur im Hauptquartier. Ska, einen wunderschönen guten Morgen, hallo. So, das heißt, wir werden mal den Militanten ausbilden. 4 Runden. Kostet uns ja auch wieder ein bisschen Ressourcen. So, kann ich... Ach so, wir können jetzt wieder hier oben noch was bauen. Ach so, wir haben ja noch 2 Plätze frei hier, stimmt. Also wir könnten jetzt nochmal eine Kaserne machen, um dann weitere Militante rauszupumpen. Der Punkt ist, wir brauchen natürlich die entsprechenden Ressourcen. Wenn ich nochmal eine Kaserne baue, dann bin ich bei der Energie schon auf 0. Gewächshaus, Nahrung. Wäre vielleicht nicht schlecht, dass wir uns hier um entweder Strom oder Gewächshaus kümmern. Ich würde mal sagen, wir bauen ein Kraftwerk für Energie. Kostet uns Mineralunterhalt. Und als nächstes dann wahrscheinlich noch die Farm hier vorne. Kann man die auch in Reihe schalten? Okay, also das geht auch. Ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt 4 Runden für das... Genau, 4 Runden für das Kraftwerk und 4 Runden für das Gewächshaus. Aber hier steht eine 8, weil hier entsprechend dann, bis das Gewächshaus durch ist, 8 Runden vergangen sind. Gut, also dann gucken wir mal. Wir müssen hier nichts mehr machen. Wir sind fertig. Wir können den Zug beenden. Wir werden mal unser Augenmerk hier auf euch beide setzen. Es wäre vielleicht mal ganz gut. Oh, er hat gar nichts gemacht. Jetzt kommen hier... Oh, okay. Eieieiei. Moment, wurde hier gejubelt, gerade eben im Hintergrund? Habt ihr das gehört? Okay, wir werden das gleich mal analysieren. Transporte können auch Einheiten nicht groß als Fracht befördern. Um Einheiten einsteigen zu lassen, bewegen sie auf das Feld des Transporters. Einheiten im Transporter werden geheilt. Aber wenn er zerstört wird, sterben sie. Könnte ich quasi meine Einheiten hier reinsetzen, kurzfristig? Die sind ja noch ganz gut, ne? Trefferpunkte ist noch okay. Ich habe mich gerade gewundert, was hier passiert ist. Wir haben ja schon gesehen, dass wir hier offenbar eine Verteidigungseinheit haben mit Sturmgewehr und Raketenwerfer. Und die Einheit hier unten, die hatte ja überhaupt keine Chance. Vor allem, wir hatten eine unfassbare Reichweite bis hier runter, seht ihr das? Über die Klippen hinweg, was ziemlich cool ist. Und die war sofort weg. Und dann wurde offenbar in der Stadt gejubelt, weil wir die Einheit vernichtet hatten. Und das passierte auch automatisch. Also ich habe hier gar nichts gemacht. Und die Bevölkerung ist gleich mal aufgrund des Erfolges hier gewachsen. Auf 3 von 8. Kann man irgendwo erkennen, wo hier die Bevölkerung ist? Hier. 3 Bevölkerung. 2 Bevölkerung ist erforderlich. Die Frage ist... Wird sich wahrscheinlich über die Nahrung dann bemerkbar machen, aber man sieht aktuell nicht, wie lange es dauert. Ne? Ah, hier 4 Züge, bis dann die Bevölkerung anscheinend wieder wächst. Loyalität ist 5, aha. Wohnraum ist auch noch da. Okay, gut. So, jetzt die Einheit ist hier geflohen. Die Feiglinge. Das heißt, wir werden natürlich gleich mal auf Jagd gehen. Oh. Was war das denn jetzt hier? Wieso ist er denn jetzt hier rübergefahren? Das war jetzt nicht so geplant. Kann es sein, dass diese Helikoptereinheit von hier bis hier rüber geflogen ist? Ich dachte, das wäre eine neue gewesen. Wir können schon nicht mehr weiterlaufen jetzt. Hammerhead Ziel. Plus 33% erlittener Schaden von Hammerheads. Wieso das denn? Oh, wir wurden als Ziel markiert von den Einheiten. Na gut, wir bleiben mal hier stehen und gucken uns das an. Er hat sich jetzt hier rüber bewegt. Gibt es hier ein Control-Z-Undo
Möglichkeit, dass man den, dass man das nochmal rückgängig machen kann. Ansonsten wäre das nämlich sehr, sehr doof. Wir könnten mal Autosave machen. Wir machen mal Runde 10. Das war nämlich, irgendwie ist das jetzt hier automatisch passiert. Na gut. Also, wir werden nochmal hier vorlaufen. Und wir wollen natürlich die hier angreifen, hier oben. Oh, beschädigt, was auch immer das heißt. 33% weniger Genauigkeit bei weniger als 50% Trefferpunkten. Sehr gut. Ja, dann. Ja, vielleicht können wir die Splittergranate doch noch einsetzen jetzt irgendwann mal. Das Wesen hat noch 28 Punkte aktuell. Frage ist, ob man hier vielleicht mal austauscht, ne, dass man die Militanten rüberbringt und das Auto hochbringt, weil das Auto ein bisschen mehr Punkte hat, dass man die mal austauscht zum Beispiel. Nun gut, nun gut. Ich glaube, das war es auch schon wieder. Der greift jetzt aber mein Auto nicht an, ne? Das ist eine, ein Feld kann er hier quasi so answeepen. Aber wir halten uns noch ganz gut hier. Partisches Gleichgewicht wurde abgeschlossen. Das heißt, wir haben ein bisschen mehr Genauigkeit. 2 Punkte. Und 25% Ausweichschadenreduktion. Hört sich gut an, ne? Jedes Gebäude außer dem Hauptquartier benötigt einen Bevölkerungspunkt. Oh, jedes Gebäude braucht die Bevölkerung. Es ist wichtig, Wohnblocks zu erforschen und zu bauen, um den Wohnraum zu erhöhen. Wohnblocks gibt es hier in der Stufe 2, aber wir haben ja gesehen, dass wir noch ein bisschen Platz haben. Ein unregelmäßiges Funksignal, schwache ferne Stimmen, Schussgeräusche. Eine kleine Gruppe menschlicher Überlebender hat sich in der Wildnis festgefahren und braucht dringend Hilfe. Sie betteln, fordern, drohen. Deine Soldaten kennen diese Gruppe. Sie sind wilde Kämpfer, bekannt als die Splenetiker. Und werden eine große Hilfe sein, wenn wir sie erreichen können. Aber wenn wir sie ignorieren, werden sie das nie vergessen und solange sie leben, einen Groll hegen. Also wir können ihnen helfen, wir können ihnen aber auch nicht helfen. Ich würde gern wissen, wo die sind. Ich weiß ja gar nicht, ob die jetzt 5 Felder entfernt sind oder am anderen Ende der Karte. Wir helfen ihnen mal. Also, jetzt musst du nur noch dein Wort halten. Schafft es, deine Truppen sie rechtzeitig zu erreichen. Die Route ist verworren. Zahlreiche Feinde versperren den Weg und die Splenetiker sind weit weg. Natürlich, das wird mir jetzt gesagt. Du hast versprochen, ihnen zu helfen. Aber was, wenn du versagst? Wer weiß, was sie tun werden, wenn sie überleben. Oh Gott. Das Spiel schon wieder, ne? In 10 Runden. Okay, ich sehe hier oben. Hier sind welche. Hier sind welche. Und hier unten. Also euch. Jetzt ist die Frage, ob es reicht. Gegenstand ausrüsten. Klicke auf einen Gegenstand, um ihn deinem Helden anzulegen. Neu ausgerüstete Gegenstände haben eine Abklingzeit von einem Zug. Gucken wir uns gleich an. Oh, wir müssen hier ein bisschen aufpassen. Habt ihr das gesehen? Ich hätte eigentlich 2 Felder laufen können. Da ich aber nur ein Feld geklickt habe, kann ich jetzt nicht mehr weiterlaufen. Kann das sein? Oh, wir haben wieder die Bewegungskosten für die Ruinen hier. Na gut. Ah, das wäre natürlich super, wenn wir die jetzt erreichen hier. Hier unten wäre noch eine Cyberbelohnung. Dann werden wir uns erstmal um dich hier oben kümmern. Jetzt pass mal auf, wenn ich jetzt hier sage, kann ich mit euch den Platz tauschen? So, ich habe die jetzt eingelagert. Das wollte ich eigentlich nicht machen. Ich habe die jetzt eingelagert hier unten. Das ist natürlich jetzt doof. Ich würde die gerne wieder auslagern. Ah, hier, Fracht. Du kannst in diesem Zug nicht aussteigen. Na gut. Dann muss er auf alle Fälle schon mal hier reinlaufen.
So, wir haben jetzt hier oben den Kommandanten, unsere erste große Einheit hier. Der Kommandant besitzt die Minikanone und das Schwert. Hat auch niemand mehr zurückgelassen. Und sterblich hat er auch sehr gut biologisch. Er ist eine Heldeneinheit. Und kann hier Stufenaufstieg machen. Es hat geheißen, wir können hier irgendwas ausrüsten, aber ich habe ja noch gar keine Gegenstände. Seht ihr das? Ich habe hier noch gar keine Gegenstände, also kann ich wahrscheinlich auch nichts ausrüsten. Na gut, dann machen wir uns mal auf den Weg nach Norden und werden versuchen, hier oben zu unterstützen. Radis, Dankeschön für den zweiten Monat. Vielen Dank für deine Unterstützung. Dankeschön. Und guten Morgen. So, jetzt kann ich hier aber Stufenaufstieg wählen. Aber da ist jetzt gar nichts passiert. Ach so, Moment. Ich kann Stufenaufstieg wählen und kann jetzt hier nochmal unterscheiden zwischen Entdeckung, niemals aufgeben, Aura des Disziplin und Bombardierung. Aber dafür braucht man Stufe 6. Ich denke mal, wir können nur einen Slot wählen. Entdeckung. Verwendet Entdeckung zu verbündeten Einheiten, kleinen Einheiten in der Region für einen Zug. Deckungsschadenreduktion. Plus 2 Moral zu benachbarten verbündeten Einheiten. Oder plus 1 Genauigkeit. Ich würde mal sagen, wir nehmen die Deckung als Unterstützungseinheit quasi. Okay. Gut. Die neue Forschung. Jetzt ist die Frage, ich wollte eigentlich noch nachgucken, wie viel Wohnung wir hier haben. Aber wir haben hier 8 Wohnraum. Wir haben aktuell 3 Bevölkerung. Und 2 werden benötigt. Das heißt, wir haben eigentlich noch ganz gut Wohnraum, dass wir das nicht benötigen. Ich würde gerne so ein Forschungslabor machen, damit wir einfach schneller erforschen können. Wir gucken mal in die Stufe 2, was es noch so gibt. Hier Einheitenunterhalt reduziert, Forschung in Wäldern erhöht. Einfluss bei Flüssen, Holotheater erhöht die Loyalität. Wohnblöcke, Antipanzergranaten. Oh, das hört sich auch gut an. Für Militante auch. Oh, das ist auch gut. Dauert 5 Runden. Gewerkschaft. Mehr Produktion für automatisierte Fabrik. Leichenstätte. Gewährt Zugang zu ungewöhnlichen menschlichen Gegenständen. Okay. Minenleger. Dafür brauchen wir die automatisierte Fabrik. Orbitales Uplink. Raketenteams, Antipanzerinfanterie und die Valkyrie, eine große fliegende mechanische Heldin. Ah, man könnte alles gebrauchen hier, Mensch. Ah, ich hätte halt fast gesagt, dass wir vielleicht Forschungslabor machen und die automatisierte Fabrik. Weil in der automatisierten Fabrik können wir halt nochmal schön was aufbauen. Wir machen mal die automatisierte Fabrik. Kostet uns dann zwar auch nochmal Strom. Aber wir haben ja auch geplant, dass wir jetzt in 2 Runden das Kraftwerk bekommen. So, wir können... Oh, wir können nur eine Heldeneinheit bauen. Aktuell. Wir haben die Begrenzung für den Kommandanten schon erreicht. Oh, das war sehr schade. Das ist sehr schade. Na gut. So, jetzt gucken wir mal hier oben. Jetzt wird er... Das ist ein bisschen doof, weil er wird jetzt wahrscheinlich in den Wall laufen, oder? Er läuft weg, das ist ganz gut. Oh, er läuft außen rum. Okay, 3,1 Schaden gemacht. Dass er jetzt zweimal angreifen kann. Wir müssen jetzt nochmal ausladen hier. Ist ja saudumm jetzt. Wir ziehen uns mal zurück hier oben. Ich habe mich in so eine doofe Situation jetzt hier manövriert, weil er jetzt auch im Wald steht wieder. Das heißt, man müsste ihn erst herauslocken. Habe ich denn hier eine Verbesserung? Arktis, Kristallbecken, Klippe und Küste wird uns keine Deckung geben. Wenn ich dich hier... Wir bringen dich jetzt mal hier hoch. Wir versuchen... Oh, wisst ihr, was wir machen? Wir versuchen jetzt hier oben die Einheiten zu erwischen. Die Einheiten ausladen, bitte. So. Die hätten noch einen Aktionspunkt, können sich aber nicht mehr bewegen. Wir versuchen mal, die 2 Einheiten zu holen. Die können uns dann nämlich wunderbar unterstützen noch gegen ihn hier unten.
Jetzt ist nur die Frage, ob man unseren Kommandanten so weit hochbringt. Aber der wird ja nicht entdeckt jetzt hier. Der wird doch nicht entdeckt. Sieht übrigens auch ziemlich cool aus. Ich bin immer noch nicht so ganz sicher, ob diese Welt jetzt hier 40k-Welt ist. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, es ist eine eigenständige Welt. Aber es sieht schon sehr danach aus. Ich bin jetzt kein 40k-Profi. Ich kenne mich in der Geschichte darin nicht unbedingt aus. Aber es sieht zumindest, was man an Bildern sieht und so weiter, sieht man schon Ähnlichkeiten, finde ich zumindest. So, wir können hier unten euch holen. Wunderbar. Das heißt, mit euch können wir gleich noch hier rüber zum Cybercache. Bekommen ein bisschen Chips. Und ich habe das Gefühl, dass diese Helikoptereinheit tatsächlich die war, die hier geflohen ist, hier rüber. Wir haben hier unten natürlich keinen Zugang. Ich habe nichts anderes erwartet, Leute. Das heißt, hier unten ist nichts mehr für uns zu holen. Außer vielleicht hier in dieser Ecke noch. Aber das heißt, wir müssen über den Norden dann unsere Stadt verlassen. Sehr umständlich. So, mal gucken, was er macht, ob er jetzt nach Norden geht oder nach Süden. Er geht hier hoch, was schon mal ganz gut ist. Wir haben Überwachung. Sehr gut. Zweimal Überwachung. Das heißt, wenn wir... Das ist ja fantastisch. Wenn wir... wahrscheinlich noch einen Aktionspunkt übrig haben. Dann wird hier automatisch angegriffen, oder? Würde ich mal sagen. So, wir bringen euch hier hoch. Was werden sie auf dein Grab Oh mein Gott. Was bist du denn hier oben? Was ist das denn hier? Sieht ein bisschen aus wie bei Dungeons and Dragons. Das Auge, ein Traumschlinger. Okay, Schartenwiege hat er. Und den Gedankenbrecher. Ach, meine Güte, jetzt laufen die hier oben rum. So, wir müssen uns auf alle Fälle jetzt hier runter begeben. Wir schauen uns mal die Splenetiker an. Die Splenetiker sind anscheinend auch so. Ist eigentlich die gleiche Einheit wie die hier, ne? Ja. Die gleiche Einheit wie die hier. So, wir greifen euch an. Wunderbar. Er hier oben muss noch ein bisschen Schaden einstecken. Das ist einfach so. Ich hoffe mal, dass er sich nicht bewegt. Was ist das denn hier vorne? Recycling Tanks. Ein Außenposten auch hier. Für Algen. Eieiei, schwierig, schwierig. Na gut, wir könnten noch ein bisschen... Ne, wobei Aufklärung bringt uns aktuell gar nichts. Ich würde den gerne wegbewegen hier. So, du kannst auch noch angreifen. Nachteil ist, wir werden hier jetzt dann angegriffen, aber ich sehe jetzt dem Ganzen etwas positiver entgegen, Leute. Er hat nur noch 18 Punkte. Wir haben Verstärkung, wenn wir vielleicht die Einheiten jetzt auch noch bekommen. Und unsere... Das spricht wie Arnold Schwarzenegger. Und unsere Kommandanteneinheit hier und... Nochmal Militanteneinheit. Werden jetzt alle hier hochgebracht. Müssen immer erst so durch den Wald hier. Aber naja. So, du gehst mal hier rüber. Ihr geht hier hoch. Jetzt ist die Frage. Man sieht hier unten dieses Feld. Aber das ist einfach nur Wasser hier unten. Seht ihr das? Wir haben hier die Küste. Das heißt, es macht keinen Sinn mehr, hier weiter zu erkunden. Wir können auch die Einheiten nach oben. Oh, was für eine riesig fette Truppe wir jetzt dann haben. Das ging jetzt außerordentlich schnell. So. Dann Befehl in die Städte geben. Wir könnten nochmal Militante machen. Wir müssen mal jetzt gucken, wie das mit dem Unterhalt ist hier. Also diese Produktionspunkte von 24, die sehe ich ja oben bei unseren Ressourcen überhaupt nicht. Was uns aktuell fehlt, ist Nahrung. Die wird in 4 Runden ergänzt. Also diese Militanten kosten uns 10 Nahrungseinheiten einmalig und 0,6 pro Runde.
Wir bekommen über unser Gewächshaus 6 Einheiten. Das ist echt wenig. Das ist richtig wenig. Zumindest ist jetzt aber wieder ein bisschen Energie da. Wir haben jetzt 3 von 3 Bevölkerung. Jetzt ist aber die Frage, ob diese 3 Bevölkerung... Ob die jetzt hier... Aber dann hätte ich das wahrscheinlich gar nicht bauen können, ne? Weil wir jetzt schon am Limit angekommen sind, obwohl das Gewächshaus noch gar nicht gebaut worden ist. Wir werden mal gucken. Vielleicht zählt dieses Bevölkerung erforderlich 3 bereits schon jetzt hier auch zu dieser Warteschlange dazu. Wir haben das Kraftwerk, wir haben die Kaserne. Die Frage ist, ob der Bauhof oder das Hauptquartier entsprechend auch nochmal jemanden braucht. Na gut. Also Kraftwerke, ja, die Kaserne, wahrscheinlich der Bauhof dann. Ich sehe kein Symbol für Bevölkerung hier. Ja gut, wir gucken mal. Das Problem ist, wir könnten jetzt noch Militante bauen. Es wäre aber vielleicht dann auch gut, ja, so ein Feld erwerben wäre auf alle Fälle auch ganz okay. Da können wir uns ja schon mal für eine Richtung entscheiden. Wir haben aktuell nur 2 Gebäudeplätze. Wir hätten hier unten nochmal ein bisschen mehr Strom, bisschen mehr Mineralien, 40% mehr sogar. Dafür wäre hier oben noch die Forschung und die Nahrung mit dabei. Wir gehen mal erst auf die Nahrung hier oben. Wir bauen nochmal einmal Militant. So, Zug beenden. Jetzt wird er wahrscheinlich nach vorne kommen, jawohl. Macht seinen Sternschweif und seinen Angriff auf die alte Einheit. Das ist ein bisschen doof. Oh Gott, der kann ja so weit schießen hier. Hat der die Moral jetzt so reduziert hier. Wir haben die automatisierte Fabrik abgeschlossen, die wir aktuell nicht bauen können. Produziert Menschenfahrzeuge, erzeugt Mineralien und Forschung. Produziert zunächst Outrider. Ach, müssen wir das gar nicht bauen? Okay, wir gucken uns das mal an. Wir brauchen irgendetwas für die Nahrung. Das uns die Nahrung erhöht. Hier, Fischereiflügel. 1,5 Nahrung an der Küste. Wir sind ja sehr küstenlastig jetzt hier vorne, oder? Ja, wir sind ein bisschen, also hier wäre Küste. Aber ich denke mal, dass wir diese Felder dann auch erschließen müssen. Momentan sind wir ja im Zentrum hier drin, sodass uns die Küste gar nichts bringt. Ja, Forschungslabor wäre ganz gut. Oder wir gehen... Oh, wir können auch den Einheitenunterhalt noch etwas reduzieren, ja. Wir machen mal den Einheitenunterhalt. Wir gucken mal nach Bützelhausen und haben hier... noch gar nichts. Genau, es ist also die automatisierte Fabrik ist tatsächlich ein eigenständiges Gebäude. Okay. So, was machen wir denn jetzt? Also wir holen jetzt erstmal euch hier unten ab, ihr lieben Leute. Um zu gewinnen, musst du alle Gegner, alle Spieler besiegen oder alle in einer Allianz vereinen. Wir haben einen eingehenden Anruf von einem Einsiedler. Okay, wir nehmen mal an. NSCs. Auch 3 Nicht-Spieler-Anführer kämpfen um die Vorherrschaft. Die Einsiedler, Stammesführer und die Seffern. Wenn du mit ihnen Frieden schließt, kannst du sie um ihre Unterstützung bitten. Ein gutes Ansehen kann zusätzliche Möglichkeiten in Quests freischalten. Barmherzige Obrigkeit, der Krieg trennt uns ja. Aber um einen Moment zu bitten. Sind das die Aliens? Sie sehen zumindest nicht unbedingt menschlich aus. Der älteste Überlebende der Akrin zu sein. Der älteste Überlebende scheint der Akrin zu sein. Der Prophezeiung zu folgen und die reinigende Fackel in deine Welt zu bringen. Ach, der spricht so. Für alles Leben bleibt die Bedrohung, um unser Versagen zu wissen, jetzt vor der Auslöschung zu stehen.
Zu wissen, dass man auserwählt und gesegnet ist, in 10 Äonen noch nie eine so gute Wiedergeburt erlebt zu haben, sich zu wundern. Beim Mass Effect gab es auch mal solche Aliens, die so sprachen. Dein Ansehen ist gestiegen. Wegen unsterblich Eigenschaft, okay. Dein Leid zu kennen, dass der Menschen mich um mein eigenes zu sorgen, um Ruhe zu bitten. Also wir können Frieden annehmen, Frieden ablehnen oder Zahlung für das Geschäft fordern. Wir machen mal Frieden, Leute. Ich habe momentan mit den blöden anderen Tieren hier alle Hände voll zu tun. Wenn der jetzt auch noch irgendwo anfängt, vor allem weiß ich nicht, wo der ist. Okay, wir machen das mal. Niemals zu vergessen, auf diesem Planeten wuchs eine ernste Bedrohung heran, die Akrin durch Zeit und Raum zu rufen, sie nicht zu verhindern. Okay, ich verstehe noch Bahnhof momentan. Sind das die hier vorne? Ah, hier Einsiedler, Außenposten ist das hier. Den wir hier entdeckt haben. Okay, also wir holen uns die Skeptiker. Du erreichst die verbleibenden Splenetiker-Einheiten im letztmöglichen Moment. Nach einer kurzen Pause schlagen deine Truppen vor, dass die Handvoll überlebender Splenetiker-Soldaten gute Rekruten abgeben würden. Sie sind dankbar für die Rettung und freuen sich, sich deiner Sache anzuschließen. Sehr gut. Das heißt, wir bringen... Kann ich eigentlich angreifen und dann noch laufen? Ich glaube ja nicht, ne? Das Problem ist, die haben schon mega Schaden genommen jetzt hier. Ich bring euch mal hier runter. In der Hoffnung, dass er hier oben stehen bleibt. Wir können durch eigene Einheiten durchschießen, was schon mal fantastico ist. Wir bringen dich hier runter. Drei Runden noch, bis die Handgranate funktioniert, Mensch. So, wir bringen Arnold Schwarzenegger hier hoch und... Der müsste eigentlich aus dem Wald heraus angreifen können. Ist natürlich schwierig jetzt, weil er hier keinen Bonus liefert. Wahrscheinlich für die Einheiten hier. Er hatte die Eigenschaft in Deckung, genau. Oh, ich muss die verwenden. Ah, ich dachte, die ist passiv. Die ist auch nochmal hochstufbar. Für einen Zug. In Deckung zu verbündeten Einheiten nicht groß in der Region. Jetzt ist die Frage, ob das auch diese Reichweite widerspiegelt. Oder ob das nur für Einheiten gilt, die direkt daneben stehen. Auf sich selbst angewendet. Eine Runde, die drei Runden Abklingzeit. Ich glaube, der Radius ist ein Feld. Seht ihr das? Da ist eine 1 neben der Frei-Anzeige. Ich glaube, das spiegelt den Radius wieder. Wobei die Anzahl, die Schießanzahl zum Beispiel hier über so ein komisches Bogensymbol dargestellt wird. Ich probiere das einfach mal aus hier. So, also er hat es angewendet. Er hat jetzt die Deckung. Er selber profitiert offenbar von der Deckung nicht. Und ihr auch nicht. Okay. So, ihr habt schon geschossen. Die Skeptiker, wir können leider nicht hier, wir können das so machen. Wir können durch das Auto durchlaufen, aber nicht durch die Infanterieeinheit hier. Für die Handgranate, für die Splittergranate sind wir zu weit entfernt. So, wir bringen euch mal hoch. Wir haben jetzt minus 3 Nahrung aktuell. Kann ich euch eigentlich den Befehl geben, dass ihr gleich hier hochgeht dann? Genau, wir müssen nochmal durch diese ganze Suppe durch. Aber dann muss ich das nicht in jeder Runde neu machen. Wir haben noch 3 Runden, bis das Gewächshaus gebaut ist. Ja, wird auch notwendig jetzt hier, weil wir hier schon langsam ins Minus kommen.
bekomme 6 nochmal, okay. So, kann man eigentlich erkennen, ob eine Einheit noch eine Aktion frei hat? Lässt sich das irgendwo erkennen? Ah, hier oben an diesem Symbol in der Mitte des Vierecks. Okay. Ich kann zwar nicht mehr laufen, aber ich hätte noch eine Aktion frei. So, Zug beenden. Er läuft wieder davon. Greift eine Einheit an hier oben. Aber das ist ganz okay. So, die Einheit ist jetzt weg, Leute. Die segnet jetzt das Zeitliche. Die hat noch 7 Punkte. So, wir bringen dich mal ganz nach vorne jetzt. Und man sieht auch ein bisschen so dieses Ergebnis hier an der Seite noch. Jetzt sehe ich es erst. 1 von 1 Verluste geschätzt. Also offenbar. Wir machen 4 Schaden mit dem Nahkampf. Und die Einheit hat jetzt noch 7 Punkte. Das heißt, wenn ich erst hier angreife mit dir. Bist du bei 2,5 Schaden. Noch 5. Zumindest ist der oben nicht mehr sichtbar, was schon mal ganz gut ist. So, jetzt hat er noch 1,4. Der Chef, der zum Schluss kommt, der sahnt natürlich wieder den ganzen Erfolg jetzt ab, indem er sich provokant auf den Kopf des Abkans stellt, während er ihm sein Brutzelschwert ins Hirn reißt. So, ein bisschen unspektakulär, wie er da so untergeht. Es wäre schön, wenn er liegen bleiben würde, aber so ist es halt mal. So, Exhauser. Was war das? Exhauser analysiere oder was? Oh, wir haben Nahrung erhalten. Sehr geil. Wir haben quasi das ganze Tier gleich zerlegt und eingespeichert. Wir haben Mineralien erhalten und den Exhauser analysierer. Ein passiver Gegenstand plus 2 Genauigkeit, wenn die Einheit bei diesem Zug keinen Schaden erlitten hat. Ach, das ist ein Gegenstand, den man jetzt hier ausrüsten kann. Vielleicht muss man das hier unten machen dann. Exhauser. Wieso ist der jetzt hier oben? So, wir können nochmal aufleveln. Ah, wir können doch die anderen Sachen hier verwenden. Niemals aufgeben oder Disziplin. Okay. So, jetzt ist hier nämlich die Moral bei manchen, nee, ist eigentlich ganz gut, im Keller, wollte ich sagen. Anscheinend ist die Moral wiederhergestellt jetzt. So, dann werden wir uns nämlich hier mal positionieren, ihr lieben Leute. Und dann werden wir uns auch den dicken Brocken hier oben gleich holen. Wir sind ein bisschen übermütig jetzt. Das kann ich euch sagen. Wir werden das ohne Aufklärer machen. Der Aufklärer wird dafür sorgen, dass wir so die umliegenden Sachen einsammeln, wie zum Beispiel hier diesen Cybercache. Und werden noch ein bisschen hier aufklären. Ich frage mich, ich habe jetzt sehr viel aufgedeckt. Seht ihr das? Ich habe sehr viel aufgedeckt. Ich frage mich, wieso ich denn überhaupt diese Aufklären-Funktion habe. Casey, einen wunderschönen guten Morgen. Du hast Feierabend. Ach so, Feiertag habe ich gelesen. Feierabend hast du. Na dann, genieß den Feierabend. Mach dir vielleicht noch ein Schlückchen Kaffee oder ein Getränk deiner Wahl. Und bleib ein bisschen. So, hier vorne haben wir den Nachteil, dass wir immer nur eine Runde lang ein Feld weit laufen können. So, 2 Runden hier. Wir bekommen das Erlösungsprotokoll demnächst. Wann ist denn ein neuer... Oh, wir haben schon eine neue Bevölkerung. Das heißt, ein neues Gebäude wäre durchaus jetzt schon im Bereich des Möglichen. Und jetzt gucken wir mal, wenn das Gewächshaus gebaut worden ist, ob dann hier 4 von 4 steht oder ob es bei 3 bleibt. Ich würde mal tippen, es bleibt bei 3. So, muss von euch noch irgendjemand was machen? So komisch, ich kann diese
Sachen hier oben. Müssen wir die hier runterziehen, oder? Verwendet Exhauser-Analysierer. Ach, mit Rechtsklick und das Sammel-Holo-Signal vielleicht auch? Okay, mit Rechtsklick muss ich das hier runterbringen in unser Inventar. Was macht denn das Holo-Signal? Wir setzen ungewöhnlich Klassifizierung plus 3 Moral. Okay. Na gut, dann. Wer kann noch was machen? Du kannst noch was machen. Du wartest erstmal eine Runde. Und dann gucken wir mal, was hier oben passiert. Forschung wurde abgeschlossen. Wir haben nochmal ein bisschen weniger Einheitenunterhalt erhalten. Das heißt, da hat sich eigentlich gar nichts getan hier. Immer noch 3. 2,6 pro Zug. Vielleicht waren das vorher 2,9 oder so. Das könnte durchaus sein. Ich würde vermuten, die Forschung hat was gebracht. So, wir wählen eine neue Forschung. Wir gucken mal kurz in die Kommunikation rein, weil wir hier den Einsiedler gefunden haben. Wir können ihn mal anrufen. Er ist im Krieg mit Rebecca. Ah, die Rebecca wieder, ne? Mit der Stammesführerin und mit den Zephon. Außer mit uns, ne? Mit uns ist er nicht im Krieg. Wir rufen mal an. So, dann sehen wir nämlich auch mal ein bisschen diese Diplomatie-Sache. Mannix, einen wunderschönen guten Morgen und Dankeschön für den 23. Monat. Vielen Dank für deine Unterstützung. Dankeschön. Vielen Dank für die fast 2 Jahre jetzt. Dankeschön. So, ein Handelsabkommen. Erzeugt Ressourcen auf Grundlage der Ressourcenproduktion des Handelspartners. Zu Beginn befindet sich die Ressourcenerzeugung im negativen Bereich. Wandert aber mit der Zeit in den positiven. Ein Geschenk anbieten. Kartentausch anbieten. Oh, das wäre schon mal ganz nett hier. Um Unterstützung bitten. Tribut fordern. Krieg erklären. Gespräch beenden. Wir werden mal Kartentausch anbieten. So. Hat er jetzt angenommen oder? Zu wissen einfach, aber fehlende Weisheit zum Verhängnis werden. Ich habe keine Ahnung, ob der. Ist das ein Ja? Ist das ein Nein? Na gut, wir machen auch noch ein Handelsabkommen. Wir sind auf alle Fälle jetzt befreundet, dir zu danken, zu wissen. Okay. Oh, wir können noch ein Bündnis auch anbieten. Na, so weit würde ich jetzt nicht gehen. So, ah, okay, also hier steht Handel und befreundet. Aber habe ich jetzt mehr? Oh, wir haben die Karte aufgedeckt hier, zumindest teilweise hier vorne. Seht ihr das? Oh, jetzt ruft die Rebecca an. Die Rebecca ruft an und fragt uns, warum wir mit dem Einsiedler Best Buddies sind, wo sie doch im Krieg ist mit ihm. Ja, die Rebecca, die wirkt gleich sehr unsympathisch, das kann ich euch sagen. Der hat aber viele Außenposten jetzt hier schon, oder? 1, 2. Wobei, ist das hier der Rebecca Außenposten? Ja, ah, okay. Das heißt, die Rebecca wird irgendwo hier unten sein. Wir nehmen mal an. You interrupt me. Guck dir das an. Der erste Satz, den sie sagt, ist You interrupt me. Obwohl sie angerufen hat, sagt sie uns, dass wir sie unterbrechen. Mein neuestes Hindernis, willkommen. Du sollst wissen, wer ich bin, gegen wen du kämpfst. Ich suche nach Vollkommenheit. Vor allem nach der Vollkommenheit der menschlichen Gestalt. Mein Weg ist geradlinig, aber er erfordert eine schmerzhafte Menge an Hingabe. Aber freue dich, wenn du Schreie hörst, dann weißt du, dass mein Reich immer perfekter wird. Ja, sehr sympathisch, die herzlose Architektin. Dein Engagement für diese biedere Leben ist zu verschwenderisch. Es ist eine Kunst, sich nicht um sie zu kümmern, sich nicht zu befreien, damit sie zu etwas Größerem beitragen können. Dein Ansehen bei Rebecca ist aufgrund von Niemand wird zurückgelassen gesunken. Okay. Frieden annehmen, Frieden ablehnen. Wir fordern einfach mal ein bisschen Geld von der Rebecca, ne? No. Vergiss es, jeder Betrag, den ich dir gebe, wäre verschwendet. Okay, dann wird abgelehnt. So ist es einmal, ne? Wer nicht will, der hat schon. Wir werden uns auf alle Fälle jetzt erstmal hier um dich kümmern. Jetzt ist die Frage, wenn ich hier reinlaufen würde, theoretisch, dann wird er wahrscheinlich sauer sein. Dann würden wir ihm den Außenposten abnehmen hier.
mit Energie, oder? Wir probieren das mal. Wobei, ist immer noch blau. Also gehört immer noch dem Einsiedler aktuell. Kann man diese Außenposten nicht wieder automatisch übernehmen? Ich dachte, je nachdem, wer hier durchfährt, der kann die wieder mitnehmen. So, dann seid ihr jetzt eigentlich bereit hier oben, um den Angriff zu wagen. Wir werden uns mal so aufstellen, dass der Chef in der Mitte steht. So, ich sehe das Wesen komischerweise nicht mehr. Wo ist er denn? Ist der weiter oben noch? Und wir haben hier noch etwas zu plündern, und zwar einen Menschen-Cache. Ja, dann. Ihr seid schon gelaufen, okay. Gebaut wird aktuell auch noch eine Runde noch, dann ist das Gewächshaus durch. Merken, wir gucken mal bei der Bevölkerung nach. Und wir müssen eine weitere Forschung wählen. Ich habe das Gefühl, ich forsche schneller, wie ich die ganzen Sachen dann noch bauen kann. Antipanzergranate, Holotheater. Ich hätte ja gern dieses Forschungslabor noch, aber dann erforsche ich noch schneller. Produktion für die automatisierte Fabrik. Wir haben ja die automatisierte Fabrik schon gebaut, das heißt, wir machen die Gewerkschaft. So, jetzt schauen wir mal hier hoch, ob man hier was sieht. Ist der geflohen? Kann das sein? Da ist er, der Lump. Und er stürzt sich gleich mal auf den Chef hier. Da ist er, Lump. Lumpenpack. Wir müssen aufpassen, hier vorne können wir nicht reinlaufen. Das heißt, was wir machen, wir bringen den Chef nach vorne, der hat am meisten Trefferpunkte. Wir bringen die Einheit dahinter und damit kann der Chef hier zum Beispiel Deckungsschadenreduktion machen. Ich bin nicht sicher, ob das jetzt überhaupt irgendetwas bringt, weil wir ja nicht in Deckung sind. Deckungsschadenreduktion. Das kann ich euch jetzt nicht sagen. So, wir bringen euch noch nach oben. Oh, da ist die nächste Einheit. Wir sind bei plus 4 angekommen. Sehr, sehr schön. Dann hier vorne gehört das immer noch ihm hier, dem Einsiedler. Ja, vielleicht, weil wir mit dem Einsiedler im Frieden sind. Vielleicht kann man, wir gehen mal zur Rebecca runter und werden mal bei der Rebecca gucken. Ah, Mist. Stehen Einheiten hier. Und werden mal bei der Rebecca gucken, ob man diesen Außenposten einnehmen kann. So, wir greifen die natürlich an. Was sind das hier? Vollstrecker. Ischim-Vollstrecker. Aha, komischer Cyberarm auf alle Fälle schon mal. 7 von 18, wir haben unfassbar Schaden gemacht hier. Er hat Wunden kauterisieren. Heilt er wieder 50%. Aber hat auch Abklingzeit von 5 Runden. Das ist okay. Vielleicht kriegt das diese Aufklärungseinheit sogar noch hin. Wenn wir uns irgendwo verstecken könnten, zum Beispiel hier im Ödland, ne, und daraus schießen könnten, wär das natürlich gut. So, wo ist denn hier der Lumpi hier oben? Der Traumschlinger 28 hat er. Also wir müssten doch jetzt mittlerweile auch dann mal mit den Granaten wieder was machen können. Wir gehen mal mit dir nach vorne. Wir gehen mit dir hier rüber. Bist du schon gelaufen? Achso, der ist schon gelaufen. Na, du, dann werden wir erstmal die Granate hier schmeißen auf dich. Entfesselt 2 Züge hat er jetzt hier. Was ist entfesselt? Sucht aktiv nach Feinden. Ah, okay. Ah, okay. Das heißt, der würde, wenn er das entfesselt hat, gar nicht angreifen. Nicht aktiv suchen, nur passiv wahrscheinlich. Gut, wir gucken mal ganz kurz in die Enzyklopädie, weil mich interessiert, was das für eine Einheit ist. Der Traumschlinger ist das hier. Traumschlinger, da ist er. Wir nannten diese Dinge Traumschlinger, aber in Wirklichkeit ernährten sie sich von unseren Seelen. Sie wussten genau,
wo im menschlichen Gehirn die feine Linie zwischen Chemikalien und Bewusstsein verlief. Wenn man ihnen zu nahe kam, schnappten sie einen rissenden Schädel auf und fanden diese Grenze und saugten alles auf, was einen wirklich lebendig machte. Ah, die Kontrolle über die gebrochenen Feinde übernimmt die. Okay, das heißt, wir müssen definitiv hier die Moral gleich noch stärken, ne? Da hat man den Radius jetzt von 3 offenbar. Das ist wichtig. Die Moral muss gestärkt werden. Momentan 8. Also die Moral passt hier noch. Das heißt, wir greifen hier mit dir nochmal an. Er hat noch wie viel Punkte? 24. Und ich glaube... Oh, wir können hier auch nochmal die Moral erhöhen. Seht ihr das? Mit plus 3. Ich glaube... Ah, das kostet uns auch keine Aktion. Nehmen wir es mal mit. Wir fördern... Ah, das ist auch mit Radius. Aha. Das heißt, er hat auch wieder Moral bekommen. Sehr schön. Und ich glaube, der greift jetzt tatsächlich mit beiden Kanonen an. Zumindest sah das in der Animation so aus, ne? Ich dachte eigentlich, er greift im Nahkampf mit dem Schwert an und im Fernkampf dann mit der Minikanone. Aber wenn man hier mal in das Ergebnis guckt, sieht man, dass er hier mit der Fernkampf- und mit der Nahkampfwaffe 7 Schaden verursacht. Da fehlt mir noch ein bisschen dieses schön ins Fleisch. Naja. So, das heißt, du hast noch 17 Punkte. Wir greifen dich an. Er müsste ja irgendwann jetzt, wenn er unter 50 fällt, vielleicht dann auch wieder einen Malus bekommen. Mal gucken, ob der jetzt kommt. Jetzt ist er beschädigt, genau. Beschädigt hört sich ein bisschen seltsam an bei so fleischlichen Wesen. Aber er hat auf alle Fälle jetzt weniger Genauigkeit. So, und die anderen können nicht so weit schießen. Oder der eine hier kann nicht so weit schießen. Genau. Ich glaube, das war's. Wir können noch in die Stadt gucken. In der Stadt wird noch ein Slot ergänzt. Wir haben jetzt tatsächlich 4 von 4. Dann war es doch jetzt anders, wie ich vermutet habe. Das heißt, dieses Gewächshaus hat hier oben noch nicht dazu gezählt. Wir haben jetzt 5 Gebäude und 4 Bevölkerung. Das heißt wahrscheinlich, dass das Hauptquartier oder so keine Bevölkerung braucht, sondern nur Bauhof, Kaserne, Gewächshaus und Kraftwerk. Ah, hier steht ja immer 1 von 1. Ach, das wird das sein mit der Bevölkerung hier. Ah, und dann kann man zum Beispiel jetzt hier sagen, ich lege das... Kann ich das hier wegmachen? Genau, ich mache das hier weg, das Kraftwerk. Bin immer noch im Plus und habe wieder einen Bevölkerungspunkt hier bekommen. Okay. Okay. Das heißt, wir könnten jetzt endlich dann mal, sobald wir dann den Platz haben, die automatisierte Fabrik angehen. Mineralien sind ja noch ganz gut da. Was wir nicht machen können, ist zum Beispiel so Algen. Aber die gab es hier oben. Das heißt, wir bekommen jetzt zum ersten Mal einen Algenpunkt hier oben bei den Recycling-Tanks. Ich liebe den Stil. Das ist so cool. Das ist so... Ich weiß auch nicht, ne? Wie gesagt, ich bin ja eher Mittelalter-Fan. Aber der Stil spricht mich sehr an. Ich kann mir vorstellen, wenn man hier zuguckt im Stream, dass es ein bisschen schwierig ist zu erkennen wieder. Das gleiche Problem wie bei Old World. Dass es ein bisschen schwierig zu erkennen ist, was hier was ist. Ne? Dass es bei Civilization natürlich um einiges einfach zu sehen ist, wo ist was. Wo sind welche Einheiten, wo sind welche Terrartypen. Ich glaube, das fällt hier sehr, sehr schwer, könnte ich mir vorstellen. Wenn ich jetzt selber spiele, dann ist es eigentlich ganz okay. Also man sieht gleich diese lila Felder, ne, wo man jetzt hier nicht reinlaufen sollte, wenn es nicht notwendig ist. Man sieht die Einheiten auch gleich. Also da ist es schon ohne Probleme lesbar. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es hier, dass das vielleicht ein bisschen übersichtlich wirkt hier, weil alles so grau, lila, matschig wirkt auch dann. Store, einen wunderschönen guten Morgen, hallo. Das ist halt auch das gleiche Problem, das Old World hatte oder hat und womit das Spiel dann wahrscheinlich ein bisschen zu kämpfen hat. Aber ich finde es richtig geil, weil einfach dieses Terrain auch sehr abwechslungsreich aussieht. Ne?
So richtig alles kaputt. Alles so dystopisch. Richtig gut. Man merkt, dass der Dev vorher ein 40k-Spiel gemacht hat, ja. Das hatte ja auch ähnliche, ich sag mal, sah ähnlich aus dann auch, nur in einem anderen Setting dann auch. Kann ich denn in der Stadt jetzt noch irgendwas machen, weil das Spiel jetzt unbedingt was von mir will? Wir könnten die Kaserne hier machen. Wir könnten nochmal Militante machen, im Zuge dessen, dass ich aber nicht weiß, ob unsere neue Fabrik... Ach komm, wir machen nochmal Militant. Im Zuge dessen, ob unsere neue Fabrik dann für die Panzer oder was auch immer das dann ausspuckt, ob die dann nicht auch Nahrung brauchen. Okay, na gut. Aber das Spiel will ja so gespielt werden. Man sieht schon, dass wir jetzt hier relativ schnell relativ viele Einheiten generieren. Und das Spiel will das einfach so haben. So, jetzt zeig mal, was du kannst hier oben, du Lump. Ah, guck mal an, wer hier... Hä? Okay, das sieht nach einem zweiten Lumpen aus. Die Einheit hat durch den Verlust von Verbündeten in der Nähe an Moral verloren. Dadurch wird ihre Leistung im Kampf verringert. Moment, ist der jetzt hier hochgelaufen und hier wieder rausgekommen? Oder war das jetzt ein zweiter hier? Das ist ein neuer Traumschlinger, Leute. Wir haben zwei hier oben. Okay, wir bringen dich gleich mal hier runter. Dann kann sich der hier wieder aufleveln. Wir haben ein Trauma-Kit erhalten. Wähle einen Helden aus, bevor du gegen Burn spuckst. Verkaufe ihn. Trefferpunkte regenerieren. Dann nehme ich mal mit. Ich habe schon sehr viele Gegenstände hier. Das heißt, wir müssen euch nach vorne bringen und müssen uns auf dich konzentrieren, mein Lieber. Ja, das ist ja gemein hier. Jetzt sind hier echt zwei. Das schmerzt natürlich schon sehr. Also einer wäre jetzt natürlich kein Problem. Aber bei zwei schwierig. So, wir hatten hier schon einen Militanten wieder gebaut. Wenn ich das richtig sehe. Matze, einen wunderschönen Morgen, hallo. Okay, was ist hier los? Oh, wir haben Unterstützung bekommen von unserem Freund hier. Der hat sich hier um die Truppen gekümmert hier. Jetzt pass mal auf, jetzt laufe ich mal hier rein. Und ja, also es funktioniert, dass wir diese Außenposten im Krieg übernehmen. Nicht für Verbündete. Wobei, ist das die gleiche Farbe hier oben? Nee, komm. Wir sind blau, das ist ja türkis hier. Ich bin ja nicht farbenblind, aber das hier ist türkis. Hier steht ja auch Einsiedler. Also bei neutralen oder verbündeten Einheiten kann man die Außenposten nicht übernehmen. Bei der Rebecca hat das jetzt ohne Probleme geklappt. Das heißt, wir bekommen ein bisschen mehr Forschung pro Tag. Sehr gut. Ja, da können wir ja mal vielleicht von dir, wir können ja mal anfragen, ob er hier mitmacht. Ja. Bitte um Unterstützung, Friedensangebot, nee, Unterstützung. Wir sind ja befreundet, ne? Klutz. Akrin Überbleibsel. Was ist denn Abklutz? Ist das die Einheit, die wir schon besiegt haben, ne? Okay, also er will wissen, gegen wen wir Unterstützung brauchen. Ich dachte eigentlich, ich kann jetzt die Rebecca hier auswählen. Aber da er anscheinend mit der Rebecca eh schon im Krieg ist. Na gut. Weiß nicht, wo die Rebecca ist. Das hier ist... Man weiß es nicht, was das hier ist. Wahrscheinlich ist die Rebecca irgendwo hier unten. So. Ich habe euch alle schon bewegt. Ihr müsst alle jetzt noch schießen hier oben. Wir können hier unsere Moral nochmal boosten, aber momentan fehlt uns hier keine Moral. Das Problem ist, dass diese Einheit hier oben die Moral so dermaßen schnell versenkt hat, dass wir gar nicht nachliefern können. Na gut. Ja, was sein könnte, ist, dass er sich vielleicht auch noch geheilt hat hier oben. Der Kollege. Ist das eine Küste hier? Nee. Ich bin immer noch nicht überzeugt, ob wir hier nicht doch einen zweiten Traumschlinger haben. Das könnte durchaus sein. So, also rattert mal schön rein.
Wir müssen mal gucken, ob wir noch die Splittergranate hier nutzen können. Die hätte man eigentlich gleich nutzen können. Weil wir direkt hier daneben stehen. So, jetzt hat er noch 10 Punkte hat er noch. Also den kriegen wir schon satt hier. Den kriegen wir satt. Akrin-Fanatiker, das waren die, die wir hier entdeckt haben, genau. Bützelhausen ist schon wieder gewachsen. Zug beenden. Moment, unser Verbündeter hat hier diese komischen Wesen. Hat er das gesehen? This isn't the world I knew. So, wir bekommen einen Anruf vom Einsiedler, von unserem Best Buddy. Der hat tatsächlich diese Wesen hier. Guck dir das an. Das ist schon mal gut zu wissen, ehrlicherweise. Also, wir gehen mal ans Telefon. Ja, hallo? Das Volk der Akrin steht kurz vor der Auslöschung, doch wir wollen noch helfen. Geschenk, Moment, wir stehen vor der Auslöschung? Geschenk annehmen. Jeder Tropfen Wasser, jedes Stückchen Nahrung zählt. Geschenk ablehnen, natürlich. Nein, nein, ich nehme das natürlich gerne an. Okay, wir bekommen Nahrung, wir bekommen Mineralien, Energie und wir bekommen Algen. Der Betrag ist eine Beleidigung. Komm wieder, wenn du darüber nachgedacht hast, was ich wert bin. Nee, dankeschön. So, oh, jetzt will er schon ein... Ja komm, wir machen ein Bündnis, Leute. Der ist ja super sympathisch jetzt. So ein lieber Kerl. Steinchen, einen wunderschönen guten Morgen. Ja, das macht da... Wir machen ein Bündnis mit dir, ja. Komm. Ist ja gut. So. Felder markieren. Um Felder für dich und deine Verbündeten zu markieren, die KI-Verbündeten werden ihre Einheit in Richtung deiner Markierung bewegen. Müsste ich hier? Oh, man sieht sogar, was die Einheit machen will. Ich kann jetzt hier... Oh, ich kann jetzt hier die Verbündeten steuern? Was? Verstehe ich aktuell noch nicht so ganz, aber okay. Wir gucken mal, was in der nächsten Runde passiert. Wir werden dich mal ein bisschen nach vorne bringen. Wir werden mal im Süden erkunden. Das ist ja komisch. So, er zieht sich zurück, der Feigling. Er hat immer noch ein bisschen Moral zumindest. Das heißt, wenn wir dich jetzt erledigen, er hat nur noch 10 Punkte. Das geht mit der Granate. Das heißt, wir machen hier mal Granatenschaden. 3,1 Schaden machst du hier. Wenn ich normal angreife, mache ich aber 4,2 sogar. Also gegen das Wesen hier ist es gar nicht mal so okay. So, und ich bringe mal die Einheit hier auch nach vorne. Damit die hoffentlich dann von einem Moralboost profitiert. Und dann gucken wir mal, wie er hier zerspratzt. So, also dann werden wir ihm mal den Rest geben. Er hat jetzt noch wie viele Punkte? Er hat doch 6 Punkte. Jetzt, wenn ich mit dir angreife, dann könntest du sogar vielleicht... Na, geht leider nicht. Wir müssen noch mit einer Einheit dahinter angreifen. So, jetzt hat er noch 3 Punkte übrig. Ich mache hier 2,8 nur Schaden. Wieso das denn? Ja, ja, muss jetzt echt der Papa nochmal ran hier. So, das war's. Und damit müsste eigentlich... Ah ja, die hatten jetzt auch Erfahrungspunkte alle bekommen. Und sie haben auch wieder Moralpunkte bekommen. Noch nicht viel gesehen, hab's auf die Wishlist gepackt, okay, ja. Das hilft dem Entwickler sehr, also wenn euch gefällt, was ihr hier seht, dann packt das doch auf die Wishlist noch. Auch wenn das Spiel morgen schon erscheint, aber ich glaube, es ist trotzdem gut, das Spiel auf der Wishlist zu haben oder natürlich dann auch zu kaufen und hilft dem deutschen Entwickler auf alle Fälle sehr. Sehr sympathische Leute, ich hab die im Stream mal gesehen und sehr, sehr nett. So, das heißt, ihr habt wieder volle Moral aktuell. Das passt. Irgendjemand ist aufgestiegen. Ist das er gewesen?
Irgendjemand ist im Level aufgestiegen. Ich glaube, das waren eher hier Stufe 2. Stufe 2. Stufe 5 ist er hier. Ah, okay. Er erhöht den Schaden um 5% und die Moral um 10% hier. Ja gut, also offenbar, wenn ich das jetzt richtig sehe, wir können ja nochmal ein bisschen erkunden, aber offenbar war das... War das jetzt doch nur eine Einheit? Dann hat sich die vielleicht geheilt. So, wir können hier vorne noch ein bisschen Stimmenbelohnung uns holen. Achso, die Runde ist ja schon fast durch. Dann Bützelhausen wird noch gebaut. Also, wir haben ein neues Feld freigeschaltet hier oben. Und zwar ein Feld mit Nahrung. Mineralien, oder? Ja, Mineralien und Forschung. Ich weiß immer noch nicht, diese 10% plus an Nahrung durch das Feld. Vielleicht weiß das einer von euch. Und diese 10% plus an Mineralien und die 20% an Forschung. Bekommt man die, wenn man dieses Feld erschließt? Oder wenn man hier zum Beispiel ein Forschungsgebäude baut. Ne? Oder bekommt man das, wenn man hier ein Forschungsgebäude erst baut. Diese 20% plus. Das wäre mal interessant. Man sieht das nämlich hier nicht. Man sieht nur ein bisschen hier durch Gebäude, Funktion, Loyalität. Also ich würde mal vermuten, es ist unter Funktion noch mit drin. Aber ich kann das leider nicht direkt zu sagen. So, wir können jetzt hier vorne die automatisierte Fabrik bauen. Kostet uns ein bisschen Strom im Unterhalt, das ist aber okay. Und dann hauen wir die hier vorne rein. Dauert 6 Runden. Mal gucken, welche Einheiten dort produziert werden können. Und ich glaube, das war es auch schon. So, die Forschung der Gewerkschaft ist abgeschlossen. Die hilft uns dann auch noch für die automatisierte Fabrik. Das passt. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, ob nicht doch mal so ein Wohnblock noch ganz gut wäre zum Bauen. Wir müssen den ja nicht nur erforschen, sondern auch bauen. Wir sind immer noch bei 8 aktuell maximalen Wohnraum. Und bei 5 Bevölkerung. Also das geht eigentlich noch. Ja, man könnte es trotzdem mal erforschen. Exobiologiestation hat die Voraussetzung dann Forschungslabor. Okay. Wir machen mal den Wohnblock jetzt. Dann ist er zumindest schon mal erforscht und gebaut muss er halt dann noch werden. So, mein Guter, du bist hier. Du holst dir mal den Stimmencache. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass diese Bewegungspunkte immer nur einmal ausgeführt werden können. Also wenn ich mit 5 Bewegungspunkten aber nur 2 verbrauche, dann sind die restlichen auch weg. Das ist sehr schade. So, wir holen uns hier vorne Kajot-Kospekt. Geblendet, reduziert die Genauigkeit. Also man sieht schon, unser Inventar füllt sich hier rasend schnell für unsere Heldeneinheit. Die Splenniker gehen mal hier rüber. Nehmen noch ein bisschen Energie mit. Und ich glaube, wir schicken den Rest der Truppe jetzt hier runter nach Süden. Weil ich immer noch vermute, dass die Rebecca hier unten irgendwo ist. Aber es kann auch woanders sein. Mal gucken, ob wir das nicht aufdecken können. Zum Beispiel mit unserem Aufklärungsscan. Hier unten ist unerforscht. Wer ist das hier? Akrin-Fanatiker. Ich glaube, das ist auch wieder so eine neutrale Einheit hier. 18 Punkte. Es ist vom gleichen Entwickler wie Gladius, ja. Aber mit einer eigenen Geschichte, Hintergrundgeschichte, mit einer eigenen
Mechanik, aber man sieht auf alle Fälle an der Bedienung, dass da Gladius Party gestanden hat. Was ja durchaus nichts Schlechtes sein muss, weil das System ja bei Gladius auch schon ganz gut funktioniert hat. Hat der jetzt hier mir den Außenposten weggenommen? Nee, ne? Da werde ich aber sauer hier. Mach ja keinen Scheiß. So, wir gehen mal hier runter. Da ist ein Fleischbaum für Nahrung. Das hört sich ja sehr gut an. Ist die Frage, ob uns die auch einfach so angreifen, ne? Oder ob die immer nur angreifen, wenn ich angreife. Ich greife die jetzt mal nicht an. Ich könnte die noch angreifen. Aber ich greife die jetzt mal nicht an. Die sind jetzt rot umrandet. Guck mal. Habe ich schon wieder so einen entdeckt hier? Abklug. Das sind aber andere. Das sind kleinere Einheiten wie der große, den wir entdeckt haben. Na gut, wir bringen jetzt unsere Einheit mal hier runter. Kostet ja nichts, wenn wir euch jetzt etwas nachziehen. Die sind natürlich sehr, sehr langsam zu Fuß unterwegs. Wir haben hier oben schon wieder einen Abkann-Lumpen. Und dann, was ist das hier oben? Nochmal ein Traumschlinger. Das ist ja super gut. Eieiei. Ich kann auch nicht mehr weg jetzt. So, und du, wir sind ja schon am Kartenende hier vorne. Es könnte aber sein, dass vielleicht hier noch irgendwo was ist. Küste. Nee, hier ist nur noch Küste an den Seiten. Das heißt, wir können dich zurückbringen. Gut. Ah, guck mal, jetzt versammelt sich hier unsere Herde schon. Guck dir das an. Sie sind sehr langsam unterwegs zu Fuß natürlich, aber naja, so ist es halt mal. Habe ich dich jetzt in dieses... Nee, alles gut. So, du hier unten wirst erstmal hier wachen. Dann du wirst die Position halten. Die Stadt könnte schon wieder jetzt was machen. Wir haben... Ja, wir haben die Militanten wieder gemacht hier. Aber wir warten jetzt mal ab. Wir werden jetzt hier mal schlafen. Bringt das irgendwie... Bringt mir das irgendetwas? Legt die Produktion still, bis die Aktion abgebrochen wird. Aber kann ich dann nicht einfach das Gebäude auch deaktivieren? Wenn ich das Gebäude deaktiviere, dann würde ich sogar Energie sparen. Ich habe das Gefühl, ich mache hier irgendwas kaputt, wenn ich stilllegen wähle. Wir probieren das mal mit der Kaserne. Weil ich habe ja trotzdem durchaus... Ah, das dauert jetzt wahrscheinlich eine Runde. Wir gucken mal. Erschließt sich mir doch nicht, wenn ich hier diesen Minus-Button habe. So, hier oben. Ain't no such thing as safe anymore. Nicht angegriffen, das ist schon mal sehr schön. Das heißt, wir marschieren jetzt einfach mal hier rein. Ganz frech. Holen uns hier den Außenposten. Oh. Und werden gleich angegriffen. Ach, zweimal angegriffen. Eieieiei. Gleich weglaufen hier. Es ging ja nur um den Außenposten jetzt. Das ist das, was wir wollten. Nix wie weg. So, dann. Jetzt, wenn ich mit euch hier reinlaufe, dann macht er ein bisschen Schaden, aber dann können wir hier gleich durchmarschieren. Spricht auch nichts dagegen jetzt. So, euch hier rüber. Also ein Truppentransporter wäre schon ganz angenehm hier. Das, wir müssen sehr weit außen rumlaufen aufgrund der Kartenkonstellation. Also die haben uns jetzt nicht angegriffen. Wir holen uns den Fleischbaum und wir bekommen einen Anruf von Stammesführerin. Guten Tag, totes Fleisch, sagt sie zu uns. Spaß beim Kampf gegen meine Jungs. Würdet ihr euch in euren Tunneln und Hobbit-Löchern versteckt habt, was während ihr euch dort versteckt habt, haben wir hier oben überlebt. Das verändert einen. Todesmärsche, Seuchen, Massaker, Hungersnöte, man tut, was man kann, um zu überleben. Was ich meine ist, du scheinst nett zu sein, aber ich kann dir nicht versprechen, dass ich dich nicht abstechen werde. Okay. Wir sind, das Ansehen ist gesunken wegen Bündnis mit Einsiedler. Ah, okay. Schön, dass sich das ein bisschen so überschneidet auch.
Wir können auch ein bisschen Zahlung fordern wieder. Na, storm's coming. Ja gut, auch hier wird kein Frieden gemacht. Das heißt, wir sind offiziell jetzt im Krieg, ne? Ja. Steinhirn, Dankeschön für den Support. Vielen Dank für die 5 Euro. Dankeschön. Vielen Dank. So, wer muss noch was machen? Er hier oben könnte noch was machen. Macht ja jetzt wenig Sinn eigentlich, weil er, ja gut, er kann ja trotzdem noch angreifen. Aber wir wollen ja sowieso hier fliehen. Wir wollen ja hier weglaufen. Ich hoffe, wir überleben das noch. Aber die Spledetiker sind ja Level 5. Der eine verschwindet schon, das freut mich sehr. Autsch. Ist die Frage, ob wir über den Außenposten auch nochmal... Ah, guck mal, 17% Deckungsschadenreduktion. 17% Stadtschadenreduktion. Und Heilungsrate auch nochmal für verbündete Einheiten erhöht. Gut, nix wie weg. Mach's gut, du Trottel. Kannst hier oben versauern alleine. So, du holst dir hier unten den Menschencash. Mit Mineralien. Und dann können wir euch jetzt mal hier runterbringen. Es kann halt durchaus sein, dass ich hier immer noch in die falsche Richtung dann laufe. Weil hier unten ist auch alles hier mit Wasser voll. Seht ihr das? Das heißt, hier unten ist niemand. Hier ist noch ein Bazar für Einfluss. Den holen wir uns auf alle Fälle. Und dann müssen wir hier rüber. Ja, dann können wir ja die gute Dame hier gleich mal angreifen vielleicht. Wenn die uns hier schon im Weg steht, dann kommt die Rebecca halt irgendwann später. Ich habe das Gefühl, die KI ist noch sehr zurückhaltend hier. In diesem Einführungsszenario uns gegenüber. Wir haben den Wohnblock abgeschlossen. Sehr gut. So, und wir können jetzt schon Stufe 3 machen. Bauhof. Ah, wir könnten einen zweiten Bauhof bauen. Ingenieur wäre für eine neue Stadt ganz gut. Ingenieur wäre richtig gut, Leute. Ingenieur hätte ich mega Bock. Verdammte Speer. Zyklon. Für die automatisierte Fabrik. Räuber-Einwanderung. Verbessert mit der Zeit das diplomatische Ansehen bei der Stammesführerin. Das ist mir ja egal. Felderwerb Reichweite geht hier oben mit der Zersiedelung. Das heißt, man kann nochmal im Abstand von plus 2 dann sich was holen. Ich gehe auf die Ingenieure jetzt. Kostet 7 Runden jetzt. Aber eine zweite Stadt irgendwo hier oben vielleicht oder vielleicht sogar hier vorne wäre natürlich super. Gut. So, du gehst mal hier rüber, holst dir das Teil noch. Den Einfluss. Dann hier oben noch den Cyber. Die Cyberbelohnung. Und dann werden wir hier im Westen erkunden. So, weiter. Einer läuft aber hier ganz schön vorne weg. Hier, guck dir das an. Der lässt sich nicht lumpen hier. Bisschen doof, dass wir hier durchlaufen müssen, aber so ist es halt mal. Aber wir haben eine gesunde Basis an Einheiten, die wahrscheinlich ratzfatz wegrasiert werden, wenn die Gegner hier ein paar bessere Einheiten haben. So, ich greife die immer noch nicht an. Ich will sehen, ob die mich angreifen hier. Diese neutralen Einheiten. So. Oh, die können unsere Außenposten einnehmen. Ah, die können das machen. So, unser Bündnispartner kämpft an der Westseite hier vorne. Gegen Abklut. Ist so eine kleine Version. Der von uns war ja um einiges größer, ne? Der hieß ja auch anders. War das auch ein Abklut hier? Der ist ja mega klein. Der war doch super groß bei uns. Der war doch so groß wie das Feld. So, das heißt, jetzt müssen wir doch nochmal gucken.
wie wir das hier machen. Mit euch. Also es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir euch jetzt einfach angreifen. Oh, guck mal, wer hier oben sitzt. Achso, das ist hier Bündnispartner, kein Problem. Okay, schon mal schön Schaden gemacht. 9 von 18, also die Hälfte ist weg. Perfekt. Vielleicht, ja, es reicht leider nicht mehr, dass wir hier noch mit angreifen können. So weit kann der nicht schießen. So, die Stadt hat jetzt... Oh, wir haben fertig gebaut unsere automatisierte Fabrik. Das heißt, wir können einen Outrider jetzt produzieren. Ist das genau der, den wir schon haben? Ist das, ach, das ist ein Outrider hier. Das Erkundungsfahrzeug mit Maschinengewehr. Ah, okay, man könnte jetzt nochmal einen Outrider machen. Das ist... Kostet uns Unterhalt diese... Oh, der kostet gar keinen Nahrungsunterhalt. Sondern nur Mineralien, die wir uns leisten können. Wir bauen uns einen zweiten Outrider. Und dann müssen wir wahrscheinlich erforschen, dass wir hier in der automatisierten Fabrik einen Panzer bauen können. Dann Wohnblock. 6 für, ja, dann machen wir hier einen Wohnblock hier oben noch rein. Und dann müssen wir als nächstes hier noch ein bisschen erweitern. 2. Strom ist noch da. Wir müssen mal gucken. Ich hoffe, ich passe auf, wenn ich den Block jetzt, wenn ich die Stadt erweitere, ob wir dann diese 20% zum Beispiel hier drüben direkt gleich bekommen. Ich hoffe, ich denke daran. Wahrscheinlich nicht. Oh, wir hätten uns den Cybercache noch holen müssen. Verdammt. Na gut, so, jetzt wird er uns wahrscheinlich angreifen, weil wir auch angegriffen haben. Ja, macht ein bisschen Schaden. Verkrüppelt ein Zug hat er jetzt gemacht. Das bedeutet... Oh, da kommen die anderen schon. Verkrüppelt ein Zug. Ah, 67% weniger Bewegungspunkte. Das ist nicht so dramatisch. Ich würde mal sagen, wir werden dich jetzt wahrscheinlich sowieso mit der Einheit hier vorne erledigen können. Oder mit den beiden hier, besser gesagt. Ich würde nämlich gerne mit dir noch mir das hier oben holen. Dann greifst du hier noch an. Dann sind die nämlich weg und... Das heißt, wir gehen hier rein, holen uns den Außenposten wieder. Und da stehen die ersten feindlichen Einheiten jetzt. Die Rebecca haben wir noch nicht getroffen, aber das hier sind die... Wie heißen die? Räuber. Von welcher Gruppe nochmal? Von der Stammesführerin. Okay. Von der Stammesführerin. Gut. So, wer hat denn noch was zu tun hier? Ja, du kannst erstmal warten hier. Wir könnten noch ein bisschen heilen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder? Trauma-Kit? Ah, okay, der kann sich nur selbst heilen dann. Wir könnten ja auch die Moral, könnte man noch verbessern hier vorne. Aber da die sich ja sowieso heilen über die Zeit, sollte das nicht so dramatisch werden. So, die Stammesanführerin ist schon wieder weg hier vorne. Wir holen uns den Cash. Coyote Prospect. Ich glaube, wir hatten den schon, oder? Wir hatten schon einen Coyote. Kann ich den nochmal? Ich habe zweimal Coyote Prospect jetzt. Für geblendet. Na gut, wahrscheinlich auch mit unterschiedlicher Abklickzeit. Dann machen wir uns mal auf den Weg, ne? In den Westen, liebe Leute. Wir bringen unseren Anführer natürlich immer mit. Der wird hier so ein bisschen in der Mitte auch stationiert. What? Oh,
Oh, ja, eine enorme Reichweite hier wieder. Okay, das ist schwierig. Das heißt, wir werden wahrscheinlich erstmal außen rumlaufen müssen. Wir müssen Abstand halten. Ich habe gar nicht gemerkt, dass hier eine Stadt ist. So, du läufst hier rein. Hier sieht das alles noch ganz gut aus. Dass die sich immer so sicher sind, was heute nicht zu sterben, verstehe ich auch nicht. Verstopfter Schlund haben wir hier vorne. Sieht auch geil aus. Gefällt mir das Design. Sehr rostig, Mad Max mäßig. Die Frage ist nur, wir kommen hier rein über das hier und über das. Das heißt, ich habe zweimal dann nochmal dahinter die Möglichkeit. Und wir müssen uns wahrscheinlich mit dem Chef irgendwo hier platzieren. Nein, der Chef wird wahrscheinlich angreifen. Der wird die Schlacht hier vorne führen. Denke ich mal. So, der Chef kann momentan die Moral boosten. Ja, was wir brauchen, ist hier eigentlich die... Nicht die Moral, sondern die Trefferpunkte. Ich habe für die Trefferpunkte... gar nichts, ne? Nee, noch nichts. So, die werden gleich nochmal angreifen jetzt. Ich werde mal abspeichern jetzt hier. Oh, da kommt uns der andere gleich zu Hilfe noch. Guck dir das an. Da hat er uns den Platz weggenommen natürlich jetzt. Was ein bisschen doof ist. Kind der neuen Welt, offenbar eine neue Fraktion. Blödsinn, okay. Spüre die Akrin-Kinder. Okay, nee, das ist ein Event. Vom Einsiedler. Spüre die Akrin-Kinder auf. Die Kinder werden von einem Kultisten der Stimme festgehalten, der nur als der verdorbene Wahrsager bekannt ist. Du musst herausfinden, wo er sie festhält. Kontaktiere den Wahrsager. Der Einsiedler ist erpicht darauf, diesen Kindern eine Berührung mit den Göttlichen zu verwehren. Der verdorbene Wahrsager könnte deine Hilfe brauchen. Oder ignoriere das Geschwafel. Sind denn diese Einsiedler jetzt unsere Bündnispartner? Wahrscheinlich, ne? Wir werden mal herausfinden, wo der ist. Durchsuche den Außenposten in der Nähe nach dem verdorbenen Wahrsager. Jetzt muss ich hier oben. Na gut. Wir haben keine zeitliche Begrenzung. Das heißt, wir werden dann mit dem Outrider wahrscheinlich hier hochfahren. So, jetzt ein bisschen doof, dass er jetzt hier blockiert, aber so ist es halt mal. Unsere Einheit hier, das waren die hier, die müssen ein bisschen jetzt zurückgebracht werden und sie wieder erholen. Wir haben ja sowieso keinen Platz. Das heißt, wir bringen dich jetzt nach vorne, den Chef nach vorne. Wir stellen uns mit den Einheiten hier, oh, da werden wir gleich angegriffen. Wir stellen uns mit den Einheiten hier auf. Chef kann angegriffen werden von der Stadt, das ist okay. Und dann bringen wir unsere Einheiten mal hier nach vorne. Offenbar hatte der Einsiedler genau die gleiche Idee, weil er hier auch nochmal mit Truppen kommt. So, was wir jetzt brauchen ist erstmal... Oh, Stufenaufstieg. Niemals aufgeben. Plus 4 Moral zu benachbarten verbündeten Einheiten. Ach, jetzt können wir hier nochmal erhöhen, die Stufe. Der bestehenden Upgrades. Oder die Genauigkeit. Wir haben ja aktuell Moral plus 2 schon gut. Deckungsschaden wäre ganz gut, wenn wir das nochmal ein bisschen erhöhen. Ja, wir machen jetzt hier mal den Deckungsschaden. Für 2 Einheiten hier oben zumindest nicht schlecht. Wir hätten noch Trefferpunkte Heilung. Die sparen wir uns noch. Moralheilung. Blenden. Kann man hier Blenden auswählen? Kostet auch nichts, ne? Okay, die sind jetzt geblendet. Erschüttert und geblendet. Das heißt, du greifst jetzt mal an hier. Stürmt hinein. Sehr geil. Und dann geben wir dir wahrscheinlich gleich mit denen hier den Rest. Und dann könnte... Wir können uns leider nicht mehr bewegen jetzt. Aber wie kann ich denn jetzt hier die... Kann man denn die Stadt angreifen?
hier reinlaufen offenbar. Ach, wir müssen auf die Stadtfelder laufen hier, damit wir die Hauptstadt dann anscheinend einnehmen können. Ah, okay, ich dachte, ich muss hier außen angreifen. Na gut, dann kannst du jetzt aktuell wieder zurückfahren. Vielleicht, dass wir hier den Süden noch etwas erkunden. Auch wenn wir hier sehr langsam vorwärts kommen. Ah, sehr schön. Auf unseren Verbündeten schießen. Gut, das gefällt mir. So soll es sein. Da sind nochmal mindestens eine Einheit, die hier steht. Okay, und jetzt werde ich mal kurz abspeichern, damit wir hier das mal testen können, weil ich ja keine Ahnung habe, wie das funktioniert. Aber wir können hier reinlaufen, seht ihr das? Das heißt, natürlich muss der Chef hier an vorderster Front stehen erstmal. Es wäre aber besser, wenn der hier stehen würde, damit wir hier vorne und an den Seiten die Leute mit einem Bonus versehen können. Wir können leider nicht durch diese freundliche Einheit durchlaufen. Das ist etwas schade hier. Kann man denn, wenn ich jetzt hier... Kann ich denn hier rüberschießen dann? Ist ja nur ein Feld, ne? Wir könnten auch über den Dschungel hier reinlaufen. Jetzt sehe ich es erst. Ist ja offen. Okay, mit Maschinengewehr auf Häuser schießen. Hat einen Trefferpunkt gebracht jetzt hier. Dann kann ich die Stadt blenden. Die Stadt ist für zwei Züge geblendet. Sehr geil. Okay. Ich habe hier die Moral, die wir aktuell nicht brauchen. Bunker Karl, einen wunderschönen Mittag, hallo und Dankeschön für den 61. wahnsinnigen Monat. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung, Dankeschön. Vielen, vielen Dank. So, das heißt, wir bringen hier die Einheiten, ziehen die einfach jetzt mal nach. Schießen noch durch. Er hat ja hier die Einheit, ich hoffe mal, er kümmert sich um die Einheit hier. Und wir können dann nachziehen. Und dann können wir ja mit den anderen Einheiten noch hier runter. Ich habe hier noch Platz für zwei, die stehen können. Das passt. Und dann teilen wir uns schön hier auf. Und dann passt das so. Hier oben habt ihr euch ein bisschen geheilt. Das passt. Wir haben hier noch eine Einheit, die auf unsere Befehle wartet. Und du wirst jetzt auch mal hier runter marschieren. Kannst dir nochmal ein bisschen aufklären. Da ist ja noch was. Guck dir das an. Ein Cybercache. Hier vorne. Aber ich glaube, hier unten ist auch schon Ende. Sehr viel Wasser hier. So, wie sieht's aus mit der Produktion jetzt eigentlich hier oben? Es dauert noch eine Runde, bis das Auto da ist. Eine Runde, bis das Feld durch ist. Wir könnten noch militant machen, weil wir wieder zwei Nahrung haben. Aber vielleicht, dass wir noch auf den Ingenieur warten. Oh, die Rebecca ruft nochmal an. Ich finde den Namen... Wieso Rebecca? Die anderen, ne, mit ihren Namen Stammesführerin, Einsiedler und dann halt die Rebecca. So faszinierend es auch ist, dir beim Sterben zuzuschauen, ich muss mich um meine Angelegenheiten kümmern. Du hast mich angerufen. Frieden annehmen, Frieden ablehnen, Zahlung. Wir fordern nochmal Zahlung hier. Auch das will sie nicht machen. Na gut, also Rebecca ist nicht die hier, ne? Die Rebecca haben wir noch nicht entdeckt, wo die hier ihre Truppen hat. Ich hoffe nur, dass die nicht irgendwie von oben jetzt hier runterläuft. Callcenter-Simulator, ganz so schlimm ist es jetzt nicht, nee. Ganz so schlimm ist es nicht. So. Bekommt der hier... Oh, er ist schon beschädigt. Ach, er zieht sich zurück. Sehr schade. Ist der... Bekommt man hier auf dem Vulkan, bekommt man Schaden, ne? Die Ingenieure abgeschlossen. Sehr gut. Nächster Schritt wäre Erfahrung für verbündete Einheiten, Bauhof, kollektive Verbindung. Genauigkeit könnte man hier nochmal brauchen. Die Frage ist, ob man auch mehr Schaden macht
pro Genauigkeit oder ob Genauigkeit einfach nur regelt, treffe ich oder treffe ich nicht. Raketenteam. Ne, wir brauchen den Dings, ne? Wir brauchen den hier, den Zyklon. Ein Luftabwehrfahrzeug mit guter Panzerung und viel Aufwertung. Ja, wir brauchen halt keine Luftabwehr, wir brauchen einen Panzer für die Stadt. Da wäre es natürlich interessant, ob man vielleicht einen... Wo ist es denn hier? Raketenteams. Das sind halt Anti-Panzer-Infanterie. Die müssen für präzise Angriffe... Ich mache mal die Raketenteams, Leute. Die hören sich sehr interessant an. Und dann die andere Einheit. So, du wirst jetzt mal hier reinfahren. Und wirst mal den Wahrsager suchen. Während wir uns hier durch den Dschungel kämpfen. Und den Cybercache uns holen. Fleischernte. Kumuliertes Wachstum zur anvisierten verbündeten Stadt. Okay. Wir haben eine Fleischernte durchgeführt. Erntedankfest. Für das Sephon-Spiel. Wir sind bei 7 und 5 Bevölkerung. Perfekt. Das heißt, wir werden jetzt einen Wohnblock, wobei ich jetzt hier, habe ich schon einen Wohnblock gebaut? Ach, ich habe schon einen. Ah, guck an, guck an. Ja dann, was brauchen wir denn noch? Nahrung wahrscheinlich, ne? Nahrung. Oder eine Kaserne. Erstmal Nahrung. Hier drüben. Ich habe natürlich wieder nicht aufgepasst, ob diese 20% jetzt hier direkt mit reinkommen oder nicht. Das wird für immer erstmal ein Geheimnis bleiben. So, unser Anführer hier vorne, der hat hier nochmal die Möglichkeit, sich noch ein Teil zu holen hier für die Moral. Das Sammelholosignal. Oder nochmal blenden. Ich habe ja schon zweimal blenden, das heißt, wir holen uns nochmal das Holosignal. Für die Moral dann. So, wie viel hast du denn noch Punkte? 69, also langsam, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen hier. Wie wir dich hier quasi zerbröseln. Ich glaube, die Einheit von ihr hatte hier Schaden bekommen. Man hat kurz gesehen, dass sie Schaden genommen hat, weil sie im Vulkanfeld stand. Das heißt, das hier ist wahrscheinlich für uns jetzt keine Option, hier zu warten. So, müssen wir noch irgendwie moralmäßig was machen? Den Angriff hat ja unser Verbündeter abgefangen. 4,6, das heißt, ich kann jetzt mit dir hier reinlaufen. Nochmal angreifen. Die anderen Einheiten nachziehen. Ja, das ist wie bei Old World, wenn du mit den Bogenschützen, mit den Schleuderern die Stadt angreifst. Das dauert halt, ne? Das dauert schon sehr lang. Aber wir können hier auch nochmal eine Einheit positionieren. Und rüber schießen. Und du kannst hier nicht so weit schießen, ne? Das heißt, ich glaube aber, dass wir mit dem Outrider gar nicht angreifen. Oder schweres Maschinengewehr. 8. Ich habe das Gefühl, dass er doch vielleicht mehr Schaden macht wie diese militanten Einheiten. Wir werden auf alle Fälle, denke ich mal, die ein oder andere Einheit verlieren. So, du bist auch schon fertig. Wir bringen mal einen Teil hier in den Süden runter. Und die Stadt baut uns jetzt was? Wir könnten nochmal den Outrider machen. Die Kaserne ist wirklich jetzt stillgelegt einfach nur, ne? Aber wieso, wie das jetzt funktioniert, ich weiß es nicht. Wenn das hier oben instant ist, ne? Ja, müssen wir denn noch was bauen aktuell? Vielleicht, wenn ich das hier oben, wisst ihr, was sein kann? Wenn ich das hier oben deaktiviere, also das komplette Gebäude deaktiviere, dann bekomme ich auch diese Loyalitätspunkte nicht. Den Wohnraum nicht. Ja. Und beim Stilllegen heißt es einfach nur, ich bekomme nicht immer diese nervige Nachricht, dass ich wieder irgendwas machen soll hier in der Stadt. Das kann gut und gerne sein.
Aber ich glaube, ich mache nochmal hier einen Militanten hier. Wir bauen nochmal einen Militanten. Das muss reichen. Was habe ich denn noch hier? Und wir machen hier erstmal Pause, bis wir den Panzer machen können. So, die Einheit hier muss noch hier oben den Wahrsager suchen. Mal schauen, wie viel Schaden wir bekommen. Das wird sehr wehtun jetzt. Drei Schadenspunkte. Das Gute ist, wir können uns vielleicht ein bisschen abwechseln. Ne? Wir können jetzt die Einheit zum Beispiel rausnehmen. Aber das ist 11 von 12, das ist ja geschenkt, Leute. Das ist ja gar nichts gewesen. Hier rausnehmen, mit der anderen tauschen, wieder schießen und dann passt das schon. Ne? Also das müsste, mal gucken, ob die mehrere Städte hat, die gute Dame. Aber das müsste schon gehen, 61 von 76. Chainsworld, einen wunderschönen Mittag, hallo. Es macht überraschend viel Spaß jetzt, ja. Also was heißt überraschend? Es war ja bei Gladius einfach schon so gut eigentlich. Und es hat halt diesen Fokus auf die, oh, wir können hier Granato machen, auf das Militär. 3,6 mit der Granate. 5,5. Das ist gut. Dann können wir nämlich mit dir noch von der zweiten Reihe aus angreifen. So, und dann ist nicht mehr viel übrig hier. Dann ihr hier vorne könnt angreifen. Ah, da hätte. Ah, wir hätten hier angreifen müssen. Ah, so ein Kommando oder Zug zurück, ne? Ich guck mal eben in die Steuerung. Ob es so Steuerung Z oder sowas gibt hier, wie bei Old World. Das fehlt mir sehr, weil ich mich doch noch immer sehr verklicke. Sieht nicht danach aus, nee. Schade. Das wäre noch etwas, das könnten die Entwickler einbauen. So, kann ich denn mit dir ihn angreifen hier? Dann wäre er... Ich kann nicht über die Stadt drüber schießen. Wir machen so wenig Schaden. 50 von 76. Das ist Wahnsinn. So, wir haben hier oben die Einheiten. Du kannst dich hier erstmal wieder erholen. Das passt. Ihr bleibt erstmal hier stehen. So, du fährst hier hoch zum Wahrsager. Konzentriert sich auch immer auf die gleiche Einheit. Oh, das hat richtig wehgetan jetzt. Wieso er da beim ersten Mal so wenig Schaden gemacht hat? Na gut, das heißt, wir tauschen euch jetzt aus. Einmal rüber, einmal hier. Müsst ihr jetzt... Ach, er ist immer noch in der Reichweite. Verdammt. Und jetzt kann ich ihn nicht mehr bewegen hier, weil ich ihn schon bewegt habe. Verdammt. So, was wir jetzt versuchen ist, wir werden mal dich angreifen. Dann ist er nämlich weg. Dann können wir mit ihm... Dachte er. Doch, ja. Können wir hier reinlaufen. Wir sind im Wald, was ganz gut ist und ein bisschen gedeckt. Wir können nämlich dann mit unserem Auto noch nachrücken. Auf die Stadt feuern. 1,8 war das jetzt, oder wie? 1,9. 2,4. Also wir machen doch nicht so viel Schaden, wie ich dachte mit ihm. Aber wir stellen uns schon schön außenrum auf und ja, wird schon. Ist halt eine gute Position für die Stadt, weil hier diese Felder sind. Ansonsten könnte man sich wunderbar außenrum aufstellen. Aber selbst wenn es nur ein paar Punkte sind, in ein paar Runden müsste die Stadt... Oh, sehr schön beschädigt. Das heißt, die Hälfte der Punkte ist schon weg. 38 von 76, okay. Sieht jetzt auch nicht so aus, als hätte sie noch irgendwo
weitere Einheiten. So, du reist hier oben ran. Der verdorbene Wahrsager ist ein Name, der den Überlebenden Ödlands Angst macht. Erscheint des Nachts mit einer Armee dunkler Kreaturen, sucht nach Kindern, die durch die Stimme gebunden sind. Der Einsiedler hat dir nicht gesagt, dass der Wahrsager auch Menschenkinder jagt. Er ist zu einem Schreckgespenst geworden. Okay, die Eltern mahnen. Grabende Würmer, Egylan-Würmer, Wahrsager benutzt die Würmer, um Tunnel unter dem Ödland zu graben. Jage die Monster des Wahrsagers. Die Ungetüme des Wahrsagers sind auf der Jagd, tötet sie, befreie ihre Gefangenen. Ja, wäre jetzt interessant, wo die sind. Hier unten ist ein Pfeil, da muss ich ja wieder komplett hier runter. Und die Frage ist, okay, dann machen wir das so, wir werden mit der Einheit runterfahren. Wir haben hier noch eine Infanterieeinheit in Planung. Vielleicht reicht das für die Einheiten hier unten. Vielleicht reicht das. So, müssen wir denn hier noch irgendwie austauschen? Du müsstest dich eigentlich heilen. Ach so, dem Moment, dem fehlt nicht der Heilbalken, sondern einfach nur deren Aktionspunkt. Bin mal gespannt, ob er jetzt die Einheit nochmal angreift. Normalerweise müsste er das machen. Oh, da oben stehen noch welche. Ah, guck dir das an, der Lump. Er schmeißt sich auf die Einheit hier. Das Gute ist, dass der Einsiedler hier mitmacht. Das funktioniert erstaunlich gut. Seht ihr das mit seiner Einheit hier unten? Das ist schon mal gut. So, wir haben das Raketenteam abgeschlossen. Holotheater erhöht die Loyalität. Was habe ich denn noch? Plus 1 Produktion wäre ganz gut, oder? Forschungslabor. Wir sind mittlerweile schon an der Küste mit der Stadt, richtig? Ja, wir haben jetzt hier ein Küstenfeld zumindest. Das heißt, wir würden mit der Forschung am Küstenfeld nochmal 1,5 Nahrung bekommen. Wir nehmen mal das, das sollte ja schnell durch sein, 2 Runden. Und dann wahrscheinlich ins Forschungslabor und in die Produktion. So, das heißt, wir können jetzt ein Raketenteam herstellen. Kostet uns Nahrung 0,9. Das wir uns eigentlich nicht leisten können, merke ich. Ja, wir sind dann leicht im Minus, das sollten wir ausgleichen können. Vor allem mit dem Küstenfeld dann. So, Hauptquartier kann auch erstmal schlafen. Ist das hier so ähnlich wie Age of Wonders 4 in Sci-Fi? Nicht ganz so komplex. Also hier geht es überwiegend um Kriegsführung und weniger um Diplomatie oder irgendwelche Intrigen und ähnliche Dinge. Sondern hier wird knallhart gekämpft. Sieht ihr jetzt mit den ganzen Einheiten hier schon. Und es gibt so eine schöne Geschichte außenrum. Also die ist wirklich, hat lauter schöne Versatzstücke auch, diese Geschichte. Man kann die überall ein bisschen hier einlesen. Aber Hauptfokus liegt natürlich auf der Armeeverwaltung dann. Und an der Übernahme der Karte. So, ich mache mal eine Zwischenspeicherung jetzt hier, weil momentan läuft es noch ganz gut. Und es ist von dem deutschen Entwickler, was auch ganz toll ist, finde ich. So, jetzt ist die Frage, sollen wir dich angreifen? 1,1. Was ist das hier? Ach, das sind die Raketenwerfer, Leute. Das sind genau die Einheiten, die wir jetzt gerade eben noch geplant haben. Die einen Radius, ja, ist genau im Radius steht der jetzt hier. Das ist natürlich doof. Weil wir dich eigentlich brauchen, um hier anzugreifen. Ich werde dich mal... Ja komm, wir haben jetzt 2 Trefferpunkte verloren. Das reicht noch. Wir können ihn theoretisch dann zurückziehen. Dann passt das schon. Vielleicht kümmert sich er hier oben noch um die Einheit. Hätte ich jetzt kein Problem. Kann ich dir eigentlich sagen, dass du den angreifen sollst? Ich werde ihn mal markieren. Vielleicht kümmert sich die KI darum. So, wir nehmen die Stadt wieder unter Beschuss.
Wir werden nicht in Vulkan reingehen. Ist die Frage, wenn der Vulkan nur einen Schaden macht und wir zwei generieren wieder pro Runde, könnte man das vielleicht sogar machen, aber ich lasse das mal. Steht leider nicht mit dabei, ne, wie viel Schaden wir bekommen, wenn wir hineinlaufen. So, wir müssen auf alle Fälle die eine Einheit jetzt hier in Sicherheit bringen. Das heißt, wir müssen dich hier rausbringen. Und hier angreifen. So, du hast nur noch 22 Punkte, Leute. Das wird. Ihr könnt mit der anderen Einheit hier rüberlaufen und hier noch unterstützen. Ja, wir gucken mal. Sieht aus, als wäre das so eine neutrale Einheit. Seht ihr das? Wieso die uns jetzt angegriffen hat? Neutral steht hier, ja. Keine Ahnung. Wir hatten die ja gar nicht angegriffen bisher. Oh, da hat weh getan jetzt hier. Eieieiei. Das hat sehr geschmerzt. So, der Einsiedler ruft an. Ja, hallo? Oh, er will uns schon wieder was schenken. Ja, dankeschön. Nehme ich gerne an. So, wenn ich um Unterstützung bitte, kann ich jetzt hier Akrin Überbleibsel, Akrin Fanatiker Abklutz. Ich kann ja immer nur diese neutralen Einheiten auswählen. Also gegen eine andere Kriegspartei kann ich da offenbar nichts machen. So, jetzt müssen wir uns doch mal hier reinstellen, eben weil wir hier durchlaufen müssen, damit er hier weglaufen kann. Weil er hat sehr viel Schaden genommen jetzt. Aber dann sehen wir auch gleich mal, wie viel wir hier an Schaden nehmen. 100 Bewegungskosten. Verursacht Schaden jeden Zug. Oh, gar nicht mal schlecht, oder? Ich glaube, das ist sehr viel Schaden. Nun gut. Also, ihr greift weiter an. Dann hat er nur noch 11 Punkte. Sieben Punkte noch, also. Vielleicht reicht es in der nächsten Runde schon, dass wir dich erledigen. Du musst dich noch ein bisschen mehr heilen. Dann hier oben die militante Einheit. Hier schicken wir runter, genauso unser Auto. Dann werdet ihr euch mal um die hier kümmern, hier unten. So, du bist, wer bist du denn? Du musst dich auch heilen hier. Du bleibst erstmal stehen, bis du geheilt bist. Und unsere Stadt könnte jetzt hier noch... Was habe ich denn geplant? Ah, Raketenteam, einen Ingenieur bauen wir natürlich hier. Unterhalt braucht er auch noch. So. Das war's. Das war 3,4 waren das jetzt, oder? Schaden hier unten. Oh, jetzt hat er auch noch den hier angegriffen. Okay. Ach Mann, ihr könnt euch doch nicht hier positionieren. Ich muss doch hier raus aus dem Lavafeld. So, er hilft uns bei der Stadt. Sehr schön. Fischereiflügel abgeschlossen. Das heißt, wir werden jetzt ein bisschen Nahrung noch bekommen. Sehe ich das richtig? Müsste jetzt eigentlich, sieht man hier leider nicht, ne? Gewächshaus. Ich sehe hier leider kein Symbol, ob ich jetzt hier ein bisschen Nahrung bekomme. Ich würde mal vermuten, wir bekommen auch mittlerweile Nahrung durch Handel. So, die gute Dame ruft an. Wir werden natürlich den Frieden ablehnen hier, jetzt wo wir so... Tschö.
Jetzt, wo wir kurz vorm Finale stehen hier. Tschö. So, und jetzt werden wir die Stadt einnehmen, oder? Wenn es blöd läuft, verlieren wir eine Einheit. Die muss auf alle Fälle hier mal raus. Und du hier? Ah, du kannst nur auf Lava laufen. Das ist natürlich blöd hier. Das ist natürlich blöd. Na gut, also wir werden hier mal angreifen. Dann war's das, oder? Wie viele Punkte noch? 4 Punkte noch. So, verstopfter Schlund ist nicht mehr. Oh, die hatte wirklich keine andere Stadt. Es gab auch noch ein Achievement hier. Okay. Okay, also die Stadt ist aber jetzt leider... Die Stadt ist jetzt leider nicht mehr. Ich hätte gehofft, wir können die Stadt irgendwie übernehmen oder so. Das wäre natürlich super gewesen. Schade. Na gut, dann werden wir euch mal wieder ein bisschen aufteilen. Hier hochbringen. Wir bringen euch noch eine Ecke runter. Okay. Holy moly. Eieieiei, was bist du denn hier? Ein dunkler Vasall. Okay. Nun. Sieht ja schön aus hier. Das hier sind Würmer. 15 Punkte, 15, 58 hat der. Uiuiui. Okay, wir müssen das auf alle Fälle definitiv zurückziehen hier. Ah, jetzt ist er natürlich eingesperrt hier drin. Jetzt kann er nicht mehr raus. Uiuiui. Wir können ja mit der Stadt dann nochmal angreifen, ne? Aber heftig. Gut. Das heißt, ihr bleibt jetzt erstmal alle hier stehen. Vielleicht kümmert sich er hier oben noch um das da. Und dann passt das erstmal. Ja, du kannst, oh, du könntest noch die Granate schmeißen. Auf dass wir hier ein bisschen Schaden machen. 4 Punkte schon mal. Kann ich denn mit dir noch runterschießen? Damit wir wenigstens die Gefahr rausnehmen, auch wenn das die kleinste Gefahr ist hier. Er hat hier unfassbar Schaden gemacht jetzt. Hier oben. So, du bleibst hier erstmal stehen. Gut. Dann würde ich aber sagen, ich will ja noch in die normale Kampagne mal ein bisschen reingucken. Dann werden wir mal hier das zum Abschluss bringen. Und dann wechseln wir nach einer kleinen Pause mal kurz rüber in eine normale Kampagne und schauen uns mal dort das an, wie das zum Beispiel ist, wenn man mit einer anderen Fraktion startet und wie das aufgebaut ist. So, wir sind mittlerweile wieder im Startmenü gelandet und gucken noch in ein neues Spiel hinein. Wir hatten ja anfangs mal einen kurzen Blick hineingeworfen, was ist eigentlich das hier oben? Erweiterte Parameter gibt es ja auch noch, guckt ihr es an. Iron Man Quest Tempo, da kann man aber viel einstellen. Sehr schön, Außenposten, Dichte. Okay, und Mutatoren gibt es auch noch. Doppelter Loyalitätseffekt, Moral einer Einheit wird sie gefangen genommen. Ah, okay, also das gefällt mir sehr. Ich weiß noch nicht, wann man das freischaltet, vielleicht wenn man dann entsprechende Partien spielt. Aber das ist geil, dass man hier so viel einstellen kann. Das gefällt mir schon mal sehr. Wir werden jetzt mal ganz kurz hier einen anderen nichtmenschlichen Anführer nehmen, damit wir mal sehen, wie das dann aussieht, wenn wir mit einer anderen Nation starten. Wir haben hier die Stimmen, wir haben hier die Cyberleute. Vielleicht, dass wir gleich mal mit der emulierten Seele einfach mal starten. Wir spielen jetzt keinen neuen Durchgang mehr natürlich, aber einfach nur mal kurz reingucken, wie das dann aufgebaut ist. Tollfuß, die emulierte Seele. Die emaillierte Seele wahrscheinlich dann eher. Aalglatt emailliert. So, Katze, ja. Da musst du jetzt noch ein bisschen aushalten. Wir überspringen mal das Intro. Die Einheiten sehen eigentlich ganz genauso aus, wenn ich das jetzt hier so richtig sehe.
Biomechanische Infanterie. Okay, das... oh, nee, Moment. Das sind jetzt die Ishim. Ach, die sind einfach nur blau. Deswegen. Die sehen ähnlich aus, aber sie sind blau. Offenbar ist die Spielerfarbe immer blau. Kann das sein? Oh, da hätte ich mir ehrlicherweise gewünscht, dass man vielleicht... Ich gucke nochmal ganz kurz zurück. Dass man vielleicht... Ah, hier oben. Ah, man kann hier die Farbe wählen. Guck dir das an. Ah, okay. Dann ist natürlich besser. Dann nehme ich alles zurück. Ich war kurzzeitig irritiert, weil die Einheiten ähnlich aussehen. Was hier ähnlich aussieht, ist auf alle Fälle der Ingenieur schon mal. Mit seinen Krakenhänden. Wieso der so komische Krakenhände hat, wieso auch immer. Aber die Einheiten hier sehen schon wieder ein bisschen anders dann aus. Die Ishim-Vollstrecker. Also das macht schon einen Unterschied. Wir sehen jetzt leider natürlich nicht fortgeschrittenere Einheiten. Aber man sieht auch, wie natürlich dann die ganze Karte entsprechend sich wieder ändert. Wir sind jetzt wieder in einem komplett anderen Gebiet. Und na gut, aber ne, ich meine, was hat man anderes erwartet? Hätte mich jetzt nur enttäuscht, wenn das wirklich 1:1 die gleichen 3D-Modelle gewesen wären. Schön. Na gut, dann kommen wir mal zu einem kleinen Fazit. Wir gehen mal zurück ins Hauptmenü. Man hat das schon gehört. Ich hatte sehr viel Spaß mit Zephon. Überraschend. Und auch nicht überraschend, weil ich ja Gladius gespielt habe, den Vorgänger. Und ich bin halt jemand, der eigentlich eher so ja, Diplomatie, Intrige und so weiter gerne spielt. Deswegen spielen wir auch sehr viele Crusader Kings 3 Partien. Das hat hier zumindest jetzt in der Einführung, wo ich das Gefühl hatte, dass die KI ein bisschen zurückgehalten hat. Das hat überraschend viel Spaß gemacht. Die Eroberung war gut. Die Bedienung war gut. Die Grafik hat mir sehr gefallen. Also ein richtig tolles Spiel. Es ist jetzt natürlich kein riesig großes, aufgeblähtes Spiel. Auch wenn viel Geschichte erzählt wird über die Tooltips und die Enzyklopädie. Aber es ist natürlich trotzdem ne, keine große Kampagne jetzt mit dabei oder keine Ahnung, viele Story-Missionen. Das ist natürlich trotzdem ein kleines Team, was das Ganze hier macht. Aber es sieht auf alle Fälle sehr, sehr vielversprechend aus. Also es hat mega viel Spaß gemacht. Und vielleicht macht es euch ja auch Spaß. Dann dürft ihr euch das Spiel gerne ab morgen holen. Ab dem 8. November 2024, Freitag, könnt ihr das Spiel dann auch auf Steam selbst kaufen und dann auch natürlich selbst zocken. Und vielleicht ja, hat dem einen oder anderen von euch da draußen das jetzt auch gefallen, was er hier gesehen hat. Ihr dürft mir gerne jetzt noch einen Daumen nach oben da lassen. Die BOD-Zuschauer auf alle Fälle auf YouTube. Ihr dürft gerne noch ein Kanal-Abo machen. Ihr dürft gerne einen Kommentar schreiben. Freut mich immer sehr, von euch zu lesen. Und ansonsten sehen wir uns dann in einem der nächsten angespielt Videos wieder, wenn ihr dann mögt. Macht's gut und bis dahin.